Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Das Wort hat als Nächstes Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Nacht zum Sonntag wurde erneut ein Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt, diesmal in Wertheim. Vergangene Woche warfen in Porta Westfalica Unbekannte einen Brandsatz gegen ein Haus, in dem 37 Menschen leben. Und in den letzten drei Wochen gab es Brandanschläge auf zwei Unterkünfte in Thüringen sowie in Neckargemünd, in Dortmund und an vielen anderen Orten. Auch im südhessischen Heppenhain brannte eine Flüchtlingsunterkunft. Nach einer Zählung von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gab es seit Beginn des Jahres mindestens 61 Fälle von Brandstiftungen an Flüchtlingsunterkünften, und alleine seit dem Juli waren es 37. Und die Mehrheit dieser Anschläge wurde auf bereits bewohnte Unterkünfte verübt. Wir sehen, die Hemmschwelle, auch schwere Anschläge zu verüben, sinkt offenbar. Ich denke, dass uns die Bilder aus den frühen 90er Jahren von Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen noch allen im Gedächtnis sind. Und heute wie damals ist diese Zunahme von Gewalt auch eine Folge von rechter Stimmungsmache, die bis ins selbsternannte bürgerliche Lager hineinreicht. Meine Damen und Herren, die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte müssen ernst genommen werden, denn es geht hier um offene Menschenfeindlichkeit. Es geht um das Verbreiten von Angst und Schrecken. Ich denke, nicht zuletzt der lange unentdeckte NSU-Terror mahnt uns, den Neonazis, aber auch dem Rassismus aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft entschieden entgegenzutreten. Ich denke, das ist eine Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Umso wichtiger ist es, dass so viele Menschen in diesen Tagen Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen. Das sind die vielen Hauptamtlichen und vor allem die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die seit Wochen zum Teil Tag und Nacht im Einsatz sind, um ankommende Flüchtlinge zu empfangen und zu versorgen. Ich denke, diese Menschen und die Bilder von den deutschen Bahnhöfen in den letzten Wochen senden ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung. Deshalb sollte sich der Landtag bei diesen Menschen auch bedanken. Die Ehrenamtlichen leisten wichtige und notwendige Arbeit und erfüllen damit staatliche Aufgaben. Das ist auf der einen Seite erfreulich, dieses Engagement, aber es ist eben auch erschreckend, dass es sonst an vielen Stellen keine vernünftige Versorgung gäbe. Meine Damen und Herren, da muss ich schon sagen, es ist doch geradezu absurd, dass ehrenamtliche Flüchtlinge an Bahnhöfen empfangen und versorgen, während Hundertschaften der Bundespolizei gerade Grenzen kontrollieren, die sich nicht kontrollieren lassen, und während Mitarbeiter in der Justiz Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einreise gegen jeden einzelnen Flüchtling bearbeiten müssen. Ich denke, so viel auch zum Thema Gastfreundschaft und Willkommenskultur in Deutschland. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, weil nötig wäre, dass wir den Menschen, die in Deutschland ankommen, endlich helfen, statt Grenzkontrollen und Ermittlungsverfahren durchzuführen. Wir werden seit Monaten Zeuge, wie das europäische Asylsystem in sich zusammenfällt. Und dass das, was mal als Werte der europäischen Gemeinschaft gepriesen wurde, so schnell aufgegeben werden, dass man die Erosion nur noch im Nachrichtenticker verfolgen kann. Wir erleben Mitgliedstaaten, die an ihren Grenzen Zäune hochziehen, sowohl an den Außengrenzen der Europäischen Union, aber auch an den Grenzen zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Und ob die Freizügigkeit zwischen den Ländern des Schengen-Raums gerade praktiziert wird oder nicht, das kann man tagesaktuell bei den jeweiligen Innenministerien erfragen. Und, meine Damen und Herren, das liegt nicht in erster Linie daran, dass die Zahl der Flüchtlinge so hoch ist. Natürlich ist sie das, und zweifelsohne ist das eine große Herausforderung. Aber Europa tut sich vor allem deshalb so schwer, weil seine Vertragswerke und seine Institutionen gar nicht auf das Ziel der humanitären Aufnahme von Asylsuchenden ausgerichtet ist, sondern auf Abschreckung und auf Abwehr von Menschen, die in Europa Schutz suchen. Und wenn ich in der aktuellen Broschüre der Europäischen Kommission zum gemeinsamen europäischen Asylsystem lese, Europa stelle einen, Zitat, Raum des Schutzes und der Solidarität für die Schwächsten dar, dann kann ich diese Aussage angesichts der Bilder etwa aus Ungarn, wo die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas auf Flüchtlingskinder schießt, nur als blanken Zynismus empfinden.
Es sind die Aufnahmen des dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi, dessen lebloser Körper an die türkische Küste gespült wurde, die das europäische Grenz- und Abschottungsregime charakterisieren. Meine Damen und Herren, über 23.000 Asylsuchende sind seit dem Jahr 2000 auf ihrem Weg nach Europa ums Leben gekommen. Sie sind ertrunken, sie starben an Hunger oder Unterkühlung, sie erstickten in LKWs oder starben beim Überqueren von Minenfeldern. Allein in diesem Jahr haben über 3.000 Menschen die Überfahrt nicht überlebt. Und wenn Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrinken, dann sind das keine tragischen Unglücksfälle, sondern das ist die Folge der EU-Abschottungspolitik. Es wird den Flüchtlingen so schwer wie möglich gemacht, europäischen Boden zu erreichen. Es gibt keine sicheren Seewege, es gibt keine sicheren Fluchtwege, und bei der Seenotrettung wurde gekürzt. Schlimmer noch, Fischern, die Ertrinkende retten, denen wurde anschließend wegen Beihilfe zur illegalen Einreise zum Teil noch der Prozess gemacht. Meine Damen und Herren, für die toten Flüchtlinge in Lampedusa vom 3. Oktober 2013 wurde damals ein Staatsbegräbnis angekündigt. Die überlebenden Flüchtlinge der gleichen Katastrophe, denen drohte ein Bußgeld und die Abschiebung. Was wir aktuell erleben, ist ein unwürdiges Geschacher zwischen den EU-Staaten auf Kosten der Menschen, die vor Krieg, vor Terror, vor Elend und Verfolgung fliehen und die ein Leben in Würde für sich und ihre Kinder suchen. Wir erleben eine Politik der Abschottung, die Menschen in Not eben nicht die Hand reicht, sondern sie mit Zäunen und Stacheldraht aussperrt. Wir sagen, kein Mensch ist illegal, und wir brauchen eine Abkehr von dieser Politik der Abschreckung und Abschottung, die bereits tausende Menschen im Mittelmeer und anderswo das Leben gekostet hat. Ich will an der Stelle auch deutlich sagen, dass der Einsatz der Bundeswehr im Mittelmeer, die jetzt mit Kriegsschiffen Jagd auf Schlauchboote machen soll, die wird die Situation nicht verbessern, sondern nur noch weiter verschärfen. Das Ergebnis werden noch waghalsigere Fluchtrouten und noch mehr Tote sein. Diese Militarisierung der Außengrenze wird Auseinandersetzungen mit weiteren Toten provozieren, wie dies bereits vor griechischen Inseln geschehen ist. Es ist völlig falsch. Diese Probleme lassen sich nicht durch Militarisierung lösen. Und deswegen sind auch die Pläne der Verteidigungsministerin völlig falsch, meine Damen und Herren. Ich will an der Stelle auch sagen, die Aufregung über die sogenannten Schlepper ist auch deshalb heuchlerisch, weil gleichzeitig an einer Illegalisierung der Flucht festgehalten wird. Kein Transportunternehmen traut sich, Flüchtlinge mitzunehmen, weil europäische Richtlinien und deutsches Aufenthaltsrecht all diejenigen mit Bußgeldern bedroht, die Asylsuchende befördern. Und weil Europa Flüchtlingen eben nicht erlaubt, Transportmittel zu nutzen, die für uns so selbstverständlich sind, es ist ja nicht so, dass es keine regulären Fähren oder Flugverbindungen gäbe, die wären noch dazu billiger als das viele Geld, was Flüchtlinge zahlen, um von Schleppern in unsicheren Booten übers Mittelmeer gefahren zu werden. Aber diese Flüchtlinge haben doch gar keine andere Möglichkeit, als sich in die Schlauchboote zu setzen oder in andere seeuntaugliche Schiffe, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Wir wollen kein Europa, dass sich Flüchtlinge als unüberwindbare Festung mit eingezogener Zugbrücke darstellt und dass Menschen ihr Leben riskieren müssen, weil sie Schutz suchen. Deswegen müssen dringend legale Einreisemöglichkeiten geschaffen werden für Menschen, die in Not sind und in Europa Schutz suchen. Natürlich ist es möglich, dass Menschen humanitäre Visa erhalten, dass sie in Deutschland zumindest das Asylverfahren durchführen können. Und was wir natürlich brauchen als Sofortaufnahme, ist der Aufbau einer zivilen Seenotrettungsdienstes im Mittelmeer. Es gab das italienische Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum. Das hat 130.000 Menschen das Leben gerettet und sie vor dem Ertrinken bewahrt. Es wurde eingestellt, weil die EU-Staaten zum einen nicht bereit waren, den lächerlichen Betrag von 9 Millionen € pro Monat weiterhin zu bezahlen. Und schlimmer noch, die deutsche Bundesregierung hat damals erklärt, in Form von Bundesinnenminister de Maizière, Mare Nostrum sei als Nothilfe gedacht gewesen und habe sich als Brücke nach Europa erwiesen. Wie zynisch ist diese Aussage, wenn diese Brücke es war, die Menschen das Leben gerettet hat? Welch eine zynische Aussage von einem Mitglied einer deutschen Bundesregierung. Das Dublin-Regime
mein Vorredner hat es gesagt, ist gescheitert. Es muss abgeschafft werden, weil es Flüchtlinge einem unwürdigen Verschiebebahnhof aussetzt. Es ist gescheitert, weil es ein unsolidarisches System ist, das die Kosten der Flüchtlingsaufnahme einseitig all jenen Mitgliedstaaten aufbürdet, die relevante Außengrenzen haben. Und deshalb muss die Dublin-Verordnung, dieses gesamte Dublin-Abkommen, abgeschafft werden, damit wir zu einer humanitären Flüchtlingspolitik in Europa kommen. Und ich finde, gerade wenn man sich die schockierenden Bilder aus Ungarn anschaut, dann muss man auch deutlich machen, dass es überhaupt nicht verantwortbar ist, dass man Menschen in einem Land lässt oder in ein Land zurückschickt, wo eine fremdenfeindliche Rechtsaußenregierung mit Viktor Orbán mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Flüchtlinge vorgeht. Deshalb ist es richtig, auch Flüchtlinge aus Ungarn aufzunehmen und ihnen hier eine Erstaufnahme zu ermöglichen. Aber ich will auch deutlich sagen, einfach nur von Deutschland aus mit dem Finger nach Ungarn zu zeigen, ist einfach. Aber leider hat sich auch Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert in der Flüchtlingspolitik, auch wenn die Bundesregierung es derzeit so darstellt, als sei Deutschland ein Ort der Barmherzigkeit, muss man schon einmal feststellen, dass Deutschland sich jahrelang einen schlanken Fuß gemacht hat und die Probleme einfach einmal an die Länder mit EU-Außengrenzen verlagert hat. Das Asylrecht wurde immer weiter ausgehöhlt. Asylbewerber müssen ihren Antrag, das sagt ja auch Dublin, dort stellen, wo sie erstmals europäischen Boden betreten haben. Bekanntermaßen kann man auf dem Landweg überhaupt nicht nach Deutschland gelangen, ohne zuvor ein anderes europäisches Land zu betreten. Für die wenigen Flüchtlinge, die per Flugzeug einreisen, gibt es das sogenannte Flughafenverfahren, bei dem die Flüchtlinge dann den Transitbereich überhaupt nicht erst verlassen und damit deutschen Boden zumindest formal juristisch nicht betreten. Man muss also in Deutschland als Flüchtling quasi buchstäblich vom Himmel fallen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen Asylantrag stellen zu können. Und das ist Politik zulasten der Flüchtlinge. Es ist aber auch Politik zulasten von Ländern wie Griechenland oder Italien, die eben EU-Außengrenzen haben und die sich des Problems nicht so entledigen können, wie Deutschland das über Jahre hinweg getan hat. Jahrelang haben Italien und Griechenland Überlastung gemeldet. Sie haben eine faire Aufteilung der Flüchtlinge angemahnt. Nicht unser Problem, hieß es da aus Deutschland. Die hohe Zahl an Flüchtlingen ist also kein überraschendes Ereignis, sondern es ist eine Wirkung von Ursachen, die sich jahrelang aufgestaut hat. Europäische Länder haben mit Diktatoren wie Gaddafi Vereinbarungen geschlossen, dass er ihnen die Flüchtlinge vorm Hals hält in Libyen. Dann sind die Flüchtlinge übers Meer gekommen, irgendwann, als dieses System zusammengebrochen ist. Und dann haben sie in den Ländern, waren sie in den Ländern mit EU-Außengrenzen. Ja, und jetzt ist eine Situation erreicht, wo Deutschland das Problem nicht einfach weiter wegschieben kann. Wenn die Bundesregierung sich aber jetzt beschwert, sie würde von den anderen europäischen Staaten im Stich gelassen, dann finde ich schon auch, dass man noch einmal nachzählen sollte, wie viele Flüchtlinge in den letzten Jahren von Deutschland aus in andere EU-Länder abgeschoben wurden, weil sie nämlich dort über diese Länder eingereist waren. Und da komme ich direkt zu Hessen. Hessen hat nämlich letztes Jahr extra ein Flugzeug gechartert, damit man drei eritreische Flüchtlinge nach Italien abschieben konnte. Das hat fast 20.000 € die Steuerzahler gekostet. Da frage ich ganz ehrlich, wie lange hätten diese drei eritreischen Flüchtlinge in Hessen leben können für 20.000 €, die man mal ausgibt, um ein Flugzeug zu chartern, um diese drei Menschen nach Italien abzuschieben. Und das ist genau das Problem. Das sind die deutschen Prioritäten in der Asyl- und Flüchtlingspolitik gewesen. Für Abschottung, für Abschiebung, da war das Geld da. Aber für die Aufnahme von Flüchtlingen oder für die Seenotrettung eben nicht. Und diese Prioritäten müssen sich ändern, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht so, dass Deutschland überrannt würde, wie manche uns glauben machen wollen. Weltweit sind ca. 50 bis 60 Millionen Menschen auf der Flucht. So wird geschätzt. Und davon sind die meisten, etwa zwei Drittel, Binnenflüchtlinge innerhalb ihres Staates. Die meisten anderen fliehen in ihre Nachbarländer. Nur eine kleine Minderheit macht sich überhaupt auf den Weg nach Europa. Seit Beginn des Jahres hat Deutschland etwa 400.000 Menschen aufgenommen. Das sind nicht einmal 0,5 % der Bevölkerung. Und ich sage, natürlich ist es auch nicht ganz wenig. Aber es muss doch möglich sein, in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt 0,5 % der eigenen Bevölkerungszahl menschenwürdig unterzubringen und keine Zeltstädte zu errichten, meine Damen und Herren. Ja, und natürlich müssen wir über Fluchtursachen reden.
Denn die Ursache für die Migrationsbewegung, die wir erleben, sind Krieg, Gewalt, Hunger, Diktaturen und ökonomische Perspektivlosigkeit. Und dafür tragen auch die Staaten Europas und die USA eine große Verantwortung. Europäische Fangflotten gefährden die Existenz der Fischer in vielen Ländern Afrikas. Landgrabbing von Großkonzernen beraubt Bauern ihrer Existenz. Die auf Export getrimmte und subventionierte EU-Landwirtschaft überschwemmt die Märkte der Entwicklungsländer. Freihandelsabkommen unter wirtschaftlich ungleichen Regionen stärken die Starken und schwächen die Schwachen. Und an Nahrungsmittelspekulationen bereichern sich Banken und Spekulanten und tragen dadurch zu Hunger und Lebensmittelknappheit bei. Und diese Nahrungsmittelspekulationen sind immer noch nicht verboten. Nicht vergessen werden darf, dass gerade infolge der in den Industrieländern verursachten Klimaerwärmung sich die Lebensumstände in vielen Ländern verschlechtern, Wüsten sich ausbreiten und Ackerböden verdorren. Und die Antwort auf diese Fluchtbewegung sind eben keine hohen und immer höheren Zäune, sondern ein Punkt, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen, ist eben auch der Einsatz für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, dafür, dass die einen Länder nicht immer reicher werden auf Kosten anderer Länder, die vollkommen verarmen. Deutschland hat auch deshalb eine Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen, weil viele dieser Flüchtlinge vor Kriegen fliehen, an denen Deutschland direkt oder indirekt beteiligt ist. Kosovo und Afghanistan sind dafür Beispiele. Ich finde auch, wenn man sich vor Augen hält, wie die Situation im Irak ist, dann kann man da natürlich auch nicht ausblenden, dass die Situation im Irak auch einer jahrzehntelangen westlichen Kriegspolitik geschuldet ist. Und wenn man sich überlegt, wenn man all das Geld, was man in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Rüstung ausgegeben hat, für Kriege ausgegeben hat, wenn man das Geld in die Entwicklungszusammenarbeit gesteckt hätte, um wirklich ein gutes Leben für Menschen zu garantieren, dann wäre, glaube ich, einiges gewonnen gewesen. Und deshalb, wer sich an Kriegseinsätzen beteiligt, wer Diktaturen unterstützt und wer Waffen in alle Welt liefert, ja, der darf sich nicht wundern, wenn die Menschen auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben für sich und ihre Kinder irgendwann ihre Heimatländer verlassen. Wir alle sollten uns auch dem bewusst sein, dass es ebenso gut wir sein könnten, unsere Familien, unsere Kinder, die gerade an den europäischen Außengrenzen warten, um Schutz zu suchen. Jeder von uns hätte ebenso gut in einem Kriegsgebiet geboren sein können. Jeder von uns könnte betroffen sein von Hunger, von Armut. Ich finde, das sollten wir uns auch vor Augen halten, wenn wir darüber nachdenken, welche Flüchtlingspolitik wir in Hessen, welche Flüchtlingspolitik wir in Deutschland praktizieren. Und wenn dann abwertend über Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge gesprochen wird, dann frage ich, wer kann denn einer Mutter oder einem Vater ernsthaft vorwerfen, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder in Not und Elend aufwachsen? Wer kann ihnen vorwerfen, dass sie das bestmögliche Leben für ihre Kinder wollen? Dass sie wollen, dass ihre Kinder in Frieden und ohne Hunger und mit bestmöglicher medizinischer Versorgung aufwachsen? Wie verzweifelt müssen denn Menschen sein, dass sie sich in Boote setzen und ihr Leben riskieren, um nach Europa zu kommen? Und ich finde, diese Menschen, sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und wer verhindern will, dass diese Menschen massenhaft flüchten, der muss Fluchtursachen bekämpfen. Der darf nicht die Flüchtlinge bekämpfen oder die sogenannten Schlepper. Der muss diesen Menschen eine Zuflucht bieten, aber auch dafür sorgen, dass Fluchtursachen bekämpft werden, meine Damen und Herren. Nun hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt zur Änderung des Asylrechts, der im krassen Widerspruch steht zur großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Die geplanten Verschärfungen in den Asylgesetzen sind zum Teil beschämend, das will ich so deutlich sagen. Auch wenn sich SPD und CDU/CSU gestern auf eine angebliche Entschärfung geeinigt haben, wurde, das muss man auch sagen, der Personenkreis etwas verkleinert. Aber es sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, was auch viele der Flüchtlinge treffen wird, die in den letzten Wochen von der Bevölkerung an den Bahnhöfen mit Willkommensgesten empfangen wurden. Geldleistungen sollen so weit wie möglich durch Sachleistungen ersetzt werden, und der zwangsweise Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen kann bis zu 6 Monate lang möglich sein. Die Organisation Pro Asyl hat erklärt, mit dem Gesetzentwurf würden Abschottung, Abschreckung und Obdachlosigkeit zum Programm werden.
Der Gesetzentwurf verbietet vielen Flüchtlingen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Aufnahme und Fortführung von Bildungsmaßnahmen. Ich finde es schon erschreckend, in welcher Art und Weise sich diese Bundesregierung über unsere Verfassung hinwegsetzt und auch über Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die nämlich deutlich gesagt haben, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Ein Absenken der Sozialleistungen unter das soziokulturelle Existenzminimum, meine Damen und Herren, das ist mit der Verfassung und den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar. Und deshalb sind die geplanten Leistungskürzungen eklatant verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Und das zeigt leider auch, an der grundlegenden Ausrichtung der deutschen Asylpolitik hat sich nichts geändert. Die humanitäre Geste von Kanzlerin Merkel, die syrischen Flüchtlinge aus Ungarn in Deutschland einreisen zu lassen, ja, es war kaum mehr als ein kurzes Aufflackern einer anderen Politik. Aber an einer Fortsetzung scheint diese Bundesregierung nicht interessiert zu sein. Sie begibt sich, ich will das so deutlich sagen, in einen Wettbewerb der Schäbigkeiten, und sie beteiligt sich an dem unwürdigen Geschacher um die Aufnahme von Flüchtlingen. Wir treten dagegen ein für ein faires Asylverfahren, das Asylsuchenden die Chance bietet, ihre Asylgründe umfassend darzulegen. Das Asylrecht ist ein individuelles Grundrecht. Und deshalb steht auch das ganze Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, die ja jetzt wieder ausgeweitet werden sollen durch den Gesetzentwurf, genau dieses Konzept steht einem fairen Asylverfahren entgegen, weil das Gesetz den Asylsuchenden aus den als sicher eingestuften Ländern von vornherein unterstellt, dass ihr Asylbegehren offensichtlich unbegründet ist. Der Gegenbeweis, den dann die Asylsuchenden erbringen müssen, gelingt selten, auch weil die rechtliche Hilfestellung für Asylsuchende natürlich nicht besonders gut ist. Deswegen wenden wir uns ganz entschieden gegen die geplante Erweiterung der Liste der angeblich sicheren Herkunftsländer um Montenegro, Albanien und Kosovo. Man ändert an der Situation in diesen Ländern überhaupt nichts, wenn man sie formal als sicher beschließt. Deswegen ist es ein großer Fehler und eine weitere Aushöhlung des Asylrechts, weitere sichere, sogenannte sichere Herkunftsländer festzulegen. Im Übrigen bin ich auch keineswegs der Ansicht, dass die Lebensumstände vieler Menschen in den Ländern des Westbalkans als sicher gelten können. Angehörige der Roma und anderer Minderheiten in Balkanstaaten sind vielfältigen Diskriminierungen, rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Sie leben oftmals in existenzieller Armut. Das zeigen zahlreiche Menschenrechtsberichte. Und ehrlich gesagt frage ich mich auch, wenn der KFOR-Einsatz der Bundeswehr im Kosovo im Sommer gerade erst verlängert wurde mit dem Verweis auf die Sicherheitslage, warum dann Menschen dahin abgeschoben werden wollen, weil es dort angeblich so sicher sein soll, meine Damen und Herren. In dem Gesetzentwurf finden sich eine ganze Menge anderer Verschlechterungen noch. Herr Ministerpräsident, Sie haben dazu nichts gesagt, wie Schwarz-Grün sich dazu verhalten wird. Von den Grünen habe ich auch nichts gehört. Ich will darauf hinweisen, dass die GRÜNEN es sind, die genau diese Verschärfung im Bundesrat stoppen könnten. Schon die letzte Verschärfung wäre ohne Zustimmung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann nicht möglich gewesen. Und ich fordere die GRÜNEN auf, in den Ländern diese weitere Aushöhlung des Asylrechts zu verhindern und nicht hier auch noch zuzustimmen. Ich glaube, das wäre wirklich mit Ihren ursprünglichen Grundsätzen nicht vereinbar. Deswegen kann ich nur an Sie appellieren, stoppen Sie diese verfassungswidrige Änderung des Asylrechts, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das ist ein paar Mal angesprochen worden. Ja, es kostet Geld, den Menschen zu helfen. Können wir uns das leisten? Ja. Deutschland ist eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt. Ich meine, aktuell haben wir einen Haushaltsüberschuss von 21 Milliarden € im Bund, zum Teil erwirtschaftet auf Kosten der anderen Länder Europas. Andere Staaten, die sehr viel ärmer sind als Deutschland, sind mit sehr viel mehr Flüchtlingen pro Einwohner konfrontiert. Die Länder, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, sind die Türkei, Pakistan, der Libanon, Iran und Äthiopien. Deutschland gehört nicht dazu. Schätzungen des RWI zufolge könnten sich die gesamten Mehrausgaben durch die Aufnahme der geflüchteten Menschen, also die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Integration, dieses Jahr auf bis zu 10 Milliarden € und damit auf 0,3 bis 0,4 % des Bruttoinlandsprodukts belaufen. Ich will noch einmal sagen, was für eine Größenordnung das ist. Das ist eine Größenordnung, in der sich Kosten beispielsweise für den Flughafen BER oder für Stuttgart 21 oder die Stromtrasse Südlink bewegen, für jedes einzelne dieser Projekte. Ich will nur einmal die Größenordnung deutlich machen. Und wie solche Projekte beschlossen werden, hier geht es um das
Retten von Menschenleben. Und ich will auch daran erinnern, als die deutschen Banken gerettet werden sollten. Da konnte der Deutsche Bundestag quasi über Nacht dreistellige Milliardenbeträge locker machen. Hier geht es um Menschenleben, die gerettet werden müssen. Und das alles bewegt sich quälend, langsam und in sehr viel geringeren finanziellen Dimensionen. Hier reden wir über einstellige Milliardenbeträge, die jetzt von der Bundesregierung bereitgestellt werden. Und wir sind der Meinung, es kann doch nicht sein, dass man dreistellige Milliardenbeträge ausgibt, um Banken und Spekulanten zu retten, und jetzt bei den Flüchtlingen knausert und sagt, es ist kein Geld da, um Menschen in Not zu retten, meine Damen und Herren. Und damit komme ich zu dem momentan vielleicht drängendsten Problem, nämlich der Unterbringung der Flüchtlinge. Von den derzeit über 18.000 Flüchtlingen in der hessischen Erstaufnahme sind, das war zumindest der Stand letzte Woche, 6.500 in Zelten untergebracht. Diese Zeltstädte sind ein riesiges Problem, auch im Hinblick auf den nahenden Winter. Herr Ministerpräsident, leider haben Sie in Ihrer dreiviertelstündigen Rede kein Wort dazu gesagt, wie Sie dieses Problem lösen wollen. Und ich frage Sie, was passiert denn mit den Menschen in den Zelten, wenn der Winter kommt? Insgesamt ist die Unterbringung ein riesiges Problem. Wir reden hier über Menschen, die zum Teil aus Kriegsgebieten geflohen sind, die traumatisiert sind, eine lange Flucht hinter sich haben, die Verwandte zurückgelassen oder verloren haben. Sie werden auf engstem Raum unter schwierigen organisatorischen Bedingungen einquartiert. Und diese Situation wird sich mit Blick auf den nahenden Winter und der damit verbundenen Kälte noch weiter verschärfen. Und an der Stelle muss man auch sagen, das ist auch Folge von zu spätem Handeln. Und wir fordern die Landesregierung auf, jetzt endlich alles zu tun, um die Bedingungen der Menschen zu verbessern. Ich will einmal daran erinnern, es gibt sehr viel Leerstand in diesem Land. Ich komme selbst aus einer Stadt, wo es sehr viel Leerstand gibt. Und ich bin der Meinung, es muss endlich Schluss sein mit überfüllten Massenunterkünften. Was zuerst als Notlösung angekündigt war, ist trauriger hessischer Standard geworden, eben die Zeltstädte. Und diese Entwicklung muss gestoppt werden. Asylsuchende haben ein Recht darauf, menschenwürdig untergebracht zu werden. Und wer, meine Damen und Herren, wer von Menschlichkeit spricht, wenn man von Menschlichkeit spricht, dann verbietet es sich, Flüchtlinge in den Winter und in die Obdachlosigkeit abzuschieben. Andere Länder haben im letzten Jahr einen Winterabschiebestopp geschlossen. In Hessen hat Schwarz-Grün dagegen gestimmt. Ein Winterabschiebestopp, Herr Ministerpräsident, ich finde, das sollte für eine Partei, die sich christlich nennt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die deutsche Abschiebepraxis, wenn Sie schon ansprechen, Herr Boddenberg, ist ohnehin skandalös. Immer wieder werden Familien nachts oder in den frühen Morgenstunden aus den Betten geholt. In Berlin wurde vor kurzem eine Schülerin aus dem Klassenraum geholt, weil ihre Familie abgeschoben werden sollte, verantwortlich dafür ein CDU-Innensenator in Berlin. Und an dieser Stelle will ich auch das Engagement der Flüchtlingsinitiativen und der Aktivisten erwähnen, denen es immer wieder gelingt, Abschiebungen zu verhindern, durch praktische Solidarität, durch das Sammeln von Unterschriften und durch die Mobilisierung der Öffentlichkeit. Ja, auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Solidarität mit Flüchtlingen. Und ich will zu einem weiteren wichtigen Punkt kommen. Auch dazu haben Sie leider überhaupt nichts gesagt, Herr Ministerpräsident. Was ist eigentlich mit dem diskriminierungsfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge? Auch hier könnte die Landesregierung einiges tun. Wir haben dazu einen Antrag eingebracht auf die Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende. Asylsuchende in Hessen müssen nämlich jeden einzelnen Arztbesuch von den Sozialbehörden durch einen Krankenschein genehmigen lassen, was eine aufwendige und bürokratische Prozedur ist, gerade für Menschen, die eben gerade erkrankt sind. Und ich will noch einmal daran erinnern, dass laut Asylbewerberleistungsgesetz eine medizinische Behandlung auch erst bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen gewährt wird. Und es kommt immer wieder vor, dass notwendige Behandlungsscheine verweigert werden oder zu spät ausgestellt werden. Das System ist nicht nur aufwendig und viel zu bürokratisch, es ist entwürdigend für die Betroffenen, und es hat fatale und teilweise, meine Damen und Herren, auch tödliche Konsequenzen. Die Taz hat berichtet von einem Fall eines an Atembeschwerden leidenden Kindes, dessen Aufnahme eine Kinderklinik in Hannover verweigerte, weil die Mutter keinen Behandlungsschein vorlegen konnte. Die Mutter fuhr dann in ihrer Not mit einem Bus zu einer Kinderärztin. Und als die Ärztin dann das Kind in die Klinik einweisen ließ, war es zu spät. Der Junge starb noch im Krankenwagen. Die Süddeutsche Zeitung hat den Fall eines Kindes mit einer lebensbedrohlichen Meningitis dokumentiert, bei dem es ebenfalls Stunden dauerte, bis die Eltern endlich einen Behandlungsschein erhielten.
Und solche Fälle könnten verhindert werden, wenn Flüchtlinge direkt mit einer Behandlung, direkt mit einer Gesundheitskarte zum Arzt gehen könnte, dass eine andere Praxis möglich ist. Das zeigen beispielsweise die Länder Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen plant das jetzt auch. Und ich will nur mit Blick auf den Alternativantrag der Regierungsfraktionen betonen, die Einführung einer Gesundheitskarte ist auch bei der bestehenden Rechtslage möglich. Das hat auch die Bundesregierung auf Nachfrage der LINKEN klargestellt. Und andere Länder machen das ja auch. Deshalb, Herr Ministerpräsident, das wäre eine konkrete Maßnahme. Die können Sie sofort umsetzen. Führen Sie die Gesundheitskarte für Flüchtlinge ein und sorgen Sie dafür, dass Flüchtlinge einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und nicht durch derartige bürokratische und aufwendige Verfahren die Gesundheit von Menschen gefährdet wird. Nun reden wir heute vor allem über die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Notunterkünften. Aber wir wissen alle, das ist nur der erste Schritt. Flüchtlinge müssen möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden, und sie müssen in zumutbare langfristige Unterkünfte wechseln. Wir brauchen natürlich verbindliche Mindeststandards, und wir brauchen eine dezentrale Unterbringung in den Wohnungen, zumindest im Regelfall. Ich will deutlich machen, dass an genau diesem Punkt sich wieder rächt, dass der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, dass jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, als neue hinzukommen, dass bezahlbarer Wohnraum, insbesondere in den Ballungsräumen, in den Hochschulstädten knapp werden. Wir brauchen deshalb dringend für die Geflüchteten, aber nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für die Menschen mit niedrigem Einkommen dringend ein Bauprogramm mit erschwinglichen Wohnungen. Die drohende Konkurrenz mit Geringverdienern auf dem Wohnungsmarkt muss verhindert werden, damit jeder eine bezahlbare Wohnung findet und damit eben nicht die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt werden. Auch im Bildungsbereich muss gehandelt werden. Wir brauchen mehr Lehrer für eine schnellere Beschulung der Flüchtlingskinder. Jetzt im Grundschulbereich oder in der gymnasialen Oberstufe zu kürzen, ist völlig falsch. Wir brauchen hier keinen Verschiebebahnhof, der nur neue Lücken reißt. Es ist also notwendig, in Integrationsmaßnahmen zu investieren. Dazu haben wir leider an der Stelle zu der Frage Sprachkurse, Bildungsqualifizierungsangebote, auch dazu haben wir leider vom Ministerpräsidenten nichts Konkretes gehört. An dieser Stelle muss auch gesagt werden, wenn wir auch gerade über die Frage Integration in den Arbeitsmarkt reden, dass es schon eine absolute Frechheit ist, dass jetzt erste Stimmen aus den Arbeitgeberverbänden eine Aussetzung des Mindestlohns für Flüchtlinge fordern und sie damit zu Arbeitnehmern zweiter Klasse degradieren. Das ist wirklich beschämend, die Notsituation dieser Menschen auf so schäbige Art und Weise ausnutzen zu können, um Niedriglöhner zu generieren. Ich denke, hier muss man ganz deutlich machen, ob Migrant oder ob hier geboren, der Mindestlohn muss für alle gelten, ohne Ausnahme. Ich will auch davor warnen, Flüchtlinge zu unterteilen in vermeintlich gute und schlechte Flüchtlinge, in Flüchtlinge, die verwertbar sind für den deutschen Arbeitsmarkt, und welche, die es nicht sind. Ich bin der Meinung, dass man diese Unterscheidung nicht machen darf, weil Asylrecht ein individuelles Recht ist. Herr Bouffier, nun haben Sie sich ja auch an der Diskussion um wirtschaftliche Anreize beteiligt und dabei die rund 150 € Barleistung an die Flüchtlinge mit einem albanischen Lehrergehalt verglichen. Das albanische Schulministerium hat ja alles mitgeteilt, was dazu mitgeteilt wurde, also so viel auch zum Verhältnis zur Wahrheit. Diese 5 € am Tag, von denen sich diese Menschen alles kaufen müssen, was nicht gestellt wird, also z.B. Fahrkarten, Zeitungen, Internet, Telefonkosten, das ist so ein verschwindend geringer, aber ein wichtiger Beitrag zu einer würdevollen Existenz. Der darf den Menschen nicht genommen werden. Ich bin auch der Meinung, wenn man darüber diskutiert, dass man jetzt keine Anreize schaffen dürfe, damit Leute nach Deutschland kommen, sollte man sich vielleicht doch einmal vergegenwärtigen, dass Menschen ihre Heimat nicht einfach leichtfertig verlassen, um ein paar Euro abzustauben, sondern sie fliehen aus Not, aus Perspektivlosigkeit und weil sie ihren Kindern ein besseres Leben bieten wollen. Ich denke, Stimmung auf Kosten dieser Menschen zu machen, als würden die im Bürgerkrieg in Syrien sich überlegen, welche Anreize es gibt, nach Deutschland zu kommen. Sie fliehen aus blanker Not, und deswegen sollte man da keine Stimmung auf deren Kosten machen. Leider ist es so, dass Akteure wie Viktor Orbán, wie Horst Seehofer oder auch Erika Steinbach, alle Politiker der Christdemokratischen Europäischen Volkspartei, die dann von
Fluten, Strömen und Invasionen sprechen und Überfremdungsängste führen. Horst Seehofer hat ja vor einiger Zeit erklärt, die CSU werde die Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme sich dagegen wehren, und zwar bis zur letzten Patrone. Achtung, Wortwahl. Morgen empfängt der Viktor Orbán auf der CSU-Herbstklausur. Auch dazu hätte man ja mal was sagen können, Herr Bouffier. Im Landtag schreckt der Rechtsaußen der CDU Irmer nicht einmal davor zurück, jetzt Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen, wo ich mich schon frage, Herr Bouffier, Sie als Landesvorsitzender der hessischen CDU, wie lange wollen Sie diesen Mann eigentlich noch in Ihren Reihen dulden? Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, Herr Bouffier, Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit dürfen keinen Platz haben in Hessen. Sie dürfen keinen Platz haben in Hessen. Ich füge hinzu, auch keinen Sitzplatz im Hessischen Landtag. Herr Ministerpräsident, und wenn Sie appellieren, sorgsam miteinander umzugehen, dann sollten Sie das vielleicht in Ihren eigenen Reihen als Erstes durchsetzen. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, am Samstag finden in Frankfurt die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Sie stehen unter dem Motto Grenzen überwinden. Ich finde, gerade in den letzten Tagen hat dieses Motto einen zynischen Beigeschmack bekommen, wenn Grenzkontrollen eingeführt, Stacheldrahtzäune errichtet und das Mittelmeer zum Massengrab geworden ist. Das alles 25 Jahre nach dem Tag der Deutschen Einheit, bei der eine Zaunöffnung an der ungarischen Grenze, wie wir alle wissen, eine zentrale Rolle gespielt hat. Frau Wissler, kommen Sie bitte zum Ende. Die Redezeit ist abgelaufen. Letzter Satz, Herr Präsident. In diesen Tagen zeigt sich in drastischer Art und Weise, dass es auch 2015 noch viele Grenzen, Zäune und Mauern gibt, die eingerissen werden müssen. Und deshalb, wer das Motto Grenzen überwinden ernst nimmt, der muss auch für eine Abkehr der Abschottungs- und Abschiebepraxis und für eine humanitäre Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Herr Abg. Rentsch für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist sicherlich eine der wichtigsten Debatten, die wir im Hessischen Landtag in den letzten Jahren geführt haben, bei einer der größten Herausforderungen, die wir in diesem Land zu bewältigen haben. Ich glaube, dass wir uns jedenfalls an diesem Punkt einig sind, dass die extreme Hilfsbereitschaft, die wir in Deutschland erleben, in Hessen erleben, von vielen privaten Organisationen, staatlichen Organisationen, jedenfalls helfen zu wollen, dass das schon eine herausragende Leistung ist. Und dass bei dieser, und Frau Kollegin Wissler, ich weiß nicht, in welchem Land Sie leben, bei dieser Situation, auf die wir hier treffen, definitiv gesagt werden muss, an einem humanitären Weltbild fehlt es den Deutschen in dieser Krise mit Sicherheit nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder von uns, und ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen ja auch in Flüchtlingsunterkünften in Gesprächen mit Institutionen vor Ort waren und sich dort erkundigt haben, wir als Fraktion, Kollegen von mir selbst aus allen Parteien, stellen doch fest, dass es unglaublich ist, mit welcher Hilfsbereitschaft viele in Deutschland agieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein mediales Bild gezeichnet wird, bei dem ich mich manchmal frage, ist es das Land, in dem ich lebe? Gibt es in Deutschland nur Extremisten auf der einen Seite und Gutmenschen auf der anderen Seite? Oder gibt es nicht viele Menschen auch dazwischen, die sich Sorgen machen über die Frage, ob das, was hier passiert, von uns wirklich zu stemmen ist? Ob das, was wir hier unternehmen müssen, und meine Damen und Herren, Integration ist doch kein selbstlaufendes Thema, wo man einfach darauf wartet, dass etwas passiert, sondern wir wissen doch in Hessen, von was wir reden. Integration ist doch ein Kraftakt, den wir stemmen müssen, der mit Sprache, mit Kultur, mit sehr viel Anstrengung zu tun hat. Ich will mal daran erinnern, dass wir in Hessen mit einer Integrationspolitik von Multikulti aufgeräumt haben, das beendet haben. Die Grünen haben im Hessischen Landtag das Thema verpflichtende Deutschkurse noch Anfang dieses Jahrzehnts als Zwangsgermanisierung bezeichnet. Und dass vieles, was wir dort erreicht haben, ein Kraftakt war, der notwendig war, um wirklich Integration zu schaffen und nicht Parallelgesellschaften zu fördern. Und deshalb, wenn sich Menschen Sorgen machen über die Masse, über die wir reden, glaube ich, kann man nicht einfach wegschauen nach dem Motto, das interessiert uns nicht, sondern im Gegenteil, diese Sorgen müssen wir ernst nehmen, und wir müssen alles daran setzen, dass wir diesen Integrationsprozess wirklich schaffen und nicht als Gesellschaft und als Staat an diesem scheitern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die größte Herausforderung. Herr Ministerpräsident, ich will nicht verhehlen, dass das, was Sie gesagt haben, an vielen Stellen auch meine Zustimmung findet.
aber ich werde noch in meiner Rede darauf eingehen. An einigen Stellen hätte ich mir konkrete Aussagen gewünscht, weil an vielen Stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es nicht reicht, im Hessischen Landtag mit allgemeinen Appellen zu agieren, sondern wir haben konkrete Probleme auf dem Tisch liegen, und vor denen können wir uns nicht wegducken. Aber bevor ich zu Hessen komme, will ich schon sagen, dass wir auf das, was der Bund, die Bundeskanzlerin hier teilweise, ich will das wirklich auch als Chaos bezeichnen, angerichtet hat, dass das schwer zu ertragen ist, was hier passiert ist. Dass wir eine Bundesregierung haben und eine Bundeskanzlerin, ich will über den Innenminister, komme ich noch dazu, über seine Rolle in dieser Frage, die ein Zeichen gesetzt hat als Bundeskanzlerin nach dem Motto, wir wünschen oder wir öffnen alles, was möglich ist, kommt her, dann die Grenzen jetzt geschlossen werden. Und ich mich frage, mit welchem Signal eigentlich diese Handlungen im Ausland, in den Ländern, in den Krisenländern registriert werden. Ich habe die Kommentare aus den deutschen Zeitungen dabei, die sich mit der Rolle von der Bundeskanzlerin in dieser Frage beschäftigen. Ja, Herr Kollege Boddenberg, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe die Bundeskanzlerin an der Stelle nicht, und ich weiß auch, dass viele in Ihrer Partei ihre eigene Parteichefin nicht verstehen. Das Chaos, was sie hier angerichtet hat, meine Damen und Herren, ist mit Sicherheit nicht das, was wir brauchen, wenn es darum geht, dass wir eine Integrationspolitik machen, die an dieser Stelle wirklich der Vernunft folgt und nicht rein chaotischen Zuständen. Es ist so, dass man den Eindruck gewinnt, dass die wichtigste Anforderung, die in dieser Krise besteht, nämlich die Einhaltung von klaren Regeln, dass diese Anforderung quasi eine war, die anscheinend zu groß für diese Bundesregierung war. Und gerade der Zickzackkurs der Kanzlerin ist aus meiner Sicht wirklich der folgenschwerste Fehler gewesen, den Frau Merkel in ihrer Amtszeit bisher begangen hat. Ich glaube, Frau Kollegin Wissler, dass wenn man sich anschaut, welche Warnhinweise wir gehabt haben, um jetzt einmal auf den Innenminister zu kommen, dass schon im Frühjahr die Bundespolizei von bis zu 1 Million Flüchtlingen gewarnt hat, man schon die Frage stellen darf, nicht nur als Parlamentarier, sondern auch als Bürger in diesem Land, was der Bundesinnenminister eigentlich seit dem Frühjahr dieses Jahres in dieser Frage unternommen hat. Diese Frage darf man doch stellen. Was ist denn eigentlich passiert bei der Frage, wie wir uns auf diesen Ansturm vorbereiten? Und ich glaube, Herr Kollege Boddenberg, man kann das schon als eklatantes Organisationsversagen bezeichnen, was hier passiert ist. Es war aus meiner Sicht fahrlässig, dass sich die Regierungen von Bund und Ländern in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet haben, dass der Bund seine Koordinationsaufgabe, die er nicht nur gesetzlich in dieser Frage hat, nicht nachgekommen ist und die Länder in vielen Fragen im Stich gelassen hat. Und wir können von Glück reden, dass das Land Bayern, aber auch das Land Hessen an vielen Stellen, Herr Kollege Wagner hat es gesagt, mehr gemacht haben als andere gemacht, auch NRW will ich gar nicht, also viele Länder, die sozusagen mehr gemacht haben, als ihnen eigentlich zugewiesen war, aber dass wir jetzt auch darauf aufpassen müssen, dass es dringend wieder in Deutschland eine Solidarität auch unter den Ländern gibt. Aber, meine Damen und Herren, dass der Flüchtlingsgipfel jetzt Monate zu spät kommt, ist doch auch unbestritten. Diese Ordnung des Verfahrens zwischen Bund und Ländern hätte es vor Monaten geben müssen und jetzt nicht mit dem Rücken an der Wand, meine Damen und Herren. Das ist das Chaos, was diese Bundesregierung zu verantworten hat. Wenn wir Europa sehen, und Frau Kollegin Wissler, ich bin diametral anderer Auffassung, die Dublin-III-Verordnung ist keine Verordnung, die man einfach über Bord werfen kann, auch wenn die Bundeskanzlerin mit ihren Aussagen das quasi faktisch getan hat, zeigt aber, an welche Grenzen wir kommen. Und vielleicht ist Ihnen das nicht aufgefallen. Ich habe gerade eine dpa-Meldung gesehen. Europa einigt sich auf die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Die Kollegen aus Großbritannien nehmen handverlesen Syrer auf, die sie dann anscheinend noch nach Qualifikation screenen. Das ist doch nicht die Solidarität, die wir uns in Europa erhoffen dürfen in einer so wichtigen, schicksalsentscheidenden Frage für Europa. Es ist doch ganz klar, dass wir erwarten können, dass wir erwarten müssen in dieser Frage, dass bei dieser Krise definitiv Solidarität zwischen den europäischen Ländern herrscht, aber auch, dass wir gemeinsam über die Frage diskutieren, wie kommen wir eigentlich aus dieser Krise raus. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir dringend über die Frage reden, wie wir in Europa ein einheitliches Asylrecht etablieren können, wie die Standards dafür aussehen und dass quasi die Situation, die wir haben, dass Deutschland einen besonderen Standard bietet, der anscheinend auch eine gewisse Anziehungskraft hat, dass diese Frage diskutiert wird, ohne in irgendeiner Form Vorverurteilung zu machen. Und deshalb glaube ich, muss Deutschland dringend und nötigenfalls auch ohne die Partner, die jetzt schon in Osteuropa sagen, sie wollen diesen Weg nicht mitgehen, seine Handlungsfähigkeit beweisen. Wir brauchen in dieser Frage dringend eine Lösung. Und deshalb
Frau Merkel hat nicht nur in Deutschland eine erhebliche Aufgabe, sondern sie hat auch mit ihrem Einfluss in Europa die Aufgabe, Europa in dieser Frage zusammenzuhalten, was aber nicht bedeutet auf der anderen Seite, dass Deutschland alleine hier einen Weg gehen muss, ohne Solidarität der anderen, meine Damen und Herren. Das müssen wir erwarten können. Viele der Kommentare, die ich lese, und ich glaube, das geht vielen Kollegen in Gesprächen auch so, zeigen, dass es, vorsichtig gesagt, Sorgen gibt von vielen Menschen bei der Frage, wie sich eine Gesellschaft wie die Bundesrepublik mit einer solchen Anzahl von Flüchtlingen entwickelt. Wie wirkt sich das aus? Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass wir in Deutschland schon ganz andere Herausforderungen gestemmt haben. Wenn ich die Geschichte Hessens sehe, Kollege Schäfer-Gümbel hat darauf hingewiesen, wenn ich sehe, was wir beim Thema Gastarbeiter gemacht haben. Aber wir wissen auch, dass wir in diesen Fragen viele Fehler gemacht haben. Parallelgesellschaften zuzulassen, ohne Integration zu forcieren, war einer der großen Fehler der Vergangenheit, und diesen dürfen wir nicht wiederholen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass es eben an dieser Stelle ganz konkret um die Frage geht, wie beschulen wir, bis zu welchem Alter, ich will das InteA-Programm nennen, wo ich die Haltung der Landesregierung in keiner Weise nachvollziehen kann, was das Thema Schulpflicht angeht. Wie gehen wir mit unbekleideten minderjährigen Flüchtlingen um? Wie sozusagen sorgen wir dafür, dass Integration nicht nur bei dem Thema Sprache gelingt, sondern auch bei dem Thema kulturelle Werte? Und da glaube ich schon, meine Damen und Herren, dass die Frage der kulturellen Werte nicht die Botschaft ist, dass sich, wie ich das in einigen Kommentaren gelesen habe, Deutschland sich verändern muss, sondern dass wir auch erwarten können, dass Menschen, die hierher kommen aus einer Notlage und von uns Hilfe in Anspruch nehmen, dass diese Menschen wissen, welche Werteordnung in dieser Gesellschaft zu Hause ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb, glaube ich, gehört zu dieser Frage einer liberalen Gesellschaftsordnung in diesem Land eben auch, dass wir nicht nur Wortschatz vermitteln, sondern auch eine Gesellschaftsordnung vermitteln, die mit Toleranz zu tun hat, die mit der Achtung von Rechten von Mann und Frau, von Andersartigkeit zu tun hat, und dass wir diese Toleranz und Liberalität auch denen klarmachen, die jetzt aus anderen Ländern hierher kommen, weil sie der Kitt ist, aus dem diese Gesellschaft sich zusammenhält. Und ich glaube, dieses ist eine große Errungenschaft. Und für diese Errungenschaft sollten wir alle gemeinsam kämpfen. Bei der Frage, welche Chancen stecken eigentlich in dieser Situation, wird gerne das Thema Arbeitsmarkt angesprochen. Der Ministerpräsident hat es genannt vorhin. Er hat es nicht ganz so drastisch gesagt, wie es Frau Nahles eigentlich aus meiner Sicht gemeint hat. Wenn 90% der Flüchtlinge über keine Qualifikation verfügen, was heißt, die Integration in den Arbeitsmarkt natürlich ein Kraftakt werden wird, weil es nicht automatisch geht, sondern weil dort viel passieren muss. Und wenn es eben nicht nur die viel zitierten syrischen Ärzte sind, die nach Deutschland kommen, sondern eben viele Flüchtlinge das Qualifikationsniveau nicht haben, dann glaube ich, ist es richtig, dass wir über die Frage diskutieren, wie wir schnellstens für einen Teil dieser Menschen eine Integration in den Arbeitsmarkt schaffen, aber auch klar damit überlegen, wie ist es eigentlich überhaupt zu erfüllen, eine solche Masse von Menschen in Deutschland zu integrieren. Und ich habe das gerade schon einmal erwähnt. Ich möchte nicht wieder in eine Situation geraten, wo wir eine Gastarbeitergeneration in Deutschland haben, oder nehmen Sie die Versäumnisse bei den Spätaussiedlern, wo sich die Bundesrepublik aus politischen Fehlern heraus geweigert hat, Integrationsarbeit zu machen, dass wir eine solche Fehlsituation in Deutschland wiederholen. Deshalb ist es nicht nur eine Aufgabe des Bundesinnenministers, sondern es ist auch eine Aufgabe des Bundeswirtschaftsministers, gemeinsam mit der Bundesarbeitsministerin dafür Sorge zu tragen, dass wir hier Hemmnisse aus dem Weg räumen. Und bei aller Liebe, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das auch an die Kollegen der Union, Sperrfristen bei der Arbeitsaufnahme helfen auch denen nicht, die Qualifikationen haben. Integration, meine sehr geehrten Damen und Herren, Integration findet nur dann statt, wenn wir den Menschen auch die Chance geben, wirklich für ihren eigenen Lebensunterhalt quasi selber sorgen zu können. Und das ist, meine Damen und Herren, dann nur möglich, wenn sie auch letztendlich arbeiten. Das, was die VAU angekündigt hat, dass sie eine Initiative startet und mit gutem Beispiel vorangeht, das heißt, hessische Unternehmen sich mit dieser Flüchtlingsproblematik auseinandersetzen und Angebote machen, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, meine Damen und Herren, das ist das Beste, was uns in dieser Frage passieren kann. Aber was die Unternehmen in Hessen erwarten können, ist, dass es hier keine Sonntagsreden im Hessischen Landtag gibt, sondern dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass das auch endlich in Hessen möglich ist, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir von Ihnen erwarten können. Insofern, glaube ich, sind das die Situationen, die wir erleben, auf der einen Seite Chance, auf der anderen Seite Herausforderung.
Aber ich will nicht verhehlen, dass es auch darum geht, dass wir Missstände nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und jetzt wissen wir, dass es auch zwischen den Flüchtlingen teilweise diskriminierende Situationen gibt, dass es da nicht auch immer nur eine einheitliche Meinung gibt, dass es dort teilweise heftige Situationen gibt. Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir dafür sorgen wollen, gemeinsam, dass diejenigen, die aus dieser schwierigen Situation politischen Honig saugen wollen, wenn wir denen nicht Vorschub leisten wollen, dass wir alles dafür tun müssen, dass wir transparent mit dieser Situation umgehen und dass wir auch klar machen, für welche Werte diese Gesellschaft steht und dass eine Willkommenskultur, meine Damen und Herren, nicht dazu einlädt, in Deutschland Straftaten zu begehen, sondern dass dieser Rechtsstaat in dieser Frage keine Ausnahmen macht, sondern dass er gesellschaftlich gefestigt ist und bei der Frage dessen derjenigen, die Täter sind, nicht unterscheidet. Und deshalb, wir wollen, und das ist unser Anliegen als Freie Demokraten, bei dieser Frage Sorge tragen dafür, dass es endlich in diesem System eine Integrationspolitik gibt, die an den Wurzeln der Probleme anfasst und nicht einfach wegschaut bei der Frage, wenn es darum geht, konkret zu werden. Ich habe, meine Damen und Herren, mal mitgebracht, und das ist das, was ich ehrlich gesagt, Herr Ministerpräsident, in Ihrer Rede vermisst habe, die Initiativen der Freien Demokraten zu dem Thema Flüchtlinge. Und es ist ja nicht das erste Mal heute, dass wir zu diesem wichtigen Thema reden, sondern die Freien Demokraten haben in diesem Landtag mit meiner Unterschrift am 25. März 2014 den ersten Antrag eingebracht. Land muss Bürger und Kommunen bei Asylthema unterstützen, Integrationsbemühungen vor Ort fördern. 14. April 2014 ein Antrag, gemeinsame europäische Verantwortung leben, Zuständigkeiten für die Flüchtlingsaufnahme in Europa endlich regeln, meine Damen und Herren. 6. Mai, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge konzeptioneller fördern. 25. Juni, Aufnahmeverfahren für syrische Flüchtlinge endlich beschleunigen. Dann gab es einen gemeinsamen Antrag von SPD und FDP zu Dublin III am 9. September. Und am 16. September haben wir erneut einen Flüchtlingsgipfel gefordert, damit endlich die Koordinationsaufgaben nicht nur im Bund, die nicht passiert sind, passieren, sondern auch endlich in Hessen. Mal zum Thema Stil und Umgang. Das, was ich ja auch am Eingang der Legislaturperiode vom Ministerpräsidenten gehört habe, meine Damen und Herren, und was uns teilweise auch vom Fraktionsvorsitzenden der Union und von den Kollegen der GRÜNEN vorgeworfen ist, wir würden als Opposition so viel ablehnen. Ich hätte mich gefreut, diese Landesregierung hätte einmal die Kraft gehabt, bei klugen Vorschlägen der Opposition auch einmal zu sagen, wir machen das und das Ganze nicht auszusitzen. Das wäre an dieser Stelle sinnvoll gewesen. Viele der Probleme, die jetzt hochgeploppt sind, und es geht nicht um die Frage Besserwissen, sondern es geht um die Frage, dass wir es gesagt haben, Herr Kollege Boddenberg, und Sie wissen es ja, Sie können es nachlesen, anscheinend stand Ihnen Ihr Stolz im Weg bei der Frage, dass man auch einmal einen klugen Vorschlag der Opposition hier übernehmen kann. Sie haben es nicht getan. Ich halte das für einen Fehler, und ich glaube, Sie haben ja auch von vielen Initiativen in Hessen gehört, dass die das für einen Fehler gehalten haben. Sie holen es jetzt hoffentlich an einigen Stellen nach. Es wäre dringend erforderlich, an dieser Stelle nachzubessern und nicht weiter solche Sachen auszusitzen. Und wir geben Ihnen in der heutigen Sitzung noch einmal die Chance, es besser zu machen als in der Vergangenheit. Die Freien Demokraten haben einen, ich glaube, sehr umfassenden Antrag gestellt, der sich mit der aktuellen Situation beschäftigt. Er besteht aus, ich glaube, 14 Punkten. Und diese 14 Punkte fassen aus meiner Sicht sehr viel zusammen von dem, was auch der Ministerpräsident heute hier gesagt hat. Aber es gibt einen konkreten Unterschied, dass wir an diesen Stellen konkret werden und nicht im Nebulösen bleiben, meine Damen und Herren, weil die Leute draußen es nicht mehr hören können, dass in Hessen oder auf Bundesebene über die Frage diskutiert wird, was man mal machen müsste von denjenigen, die in der Frage Verantwortung tragen, Herr Ministerpräsident. Wir müssen, und ja, ich komme gerne zu unserem Antrag, der in dieser Frage sehr konkret ist. Das wichtigste Thema hebe ich mir mal zum Schluss auf. Mal neben der Frage der europäischen Verantwortung, mal neben der Frage einer Beschleunigung gerade bei den syrischen Antragstellern, wo wir wissen, dass der absolute Großteil einen Antrag bekommen wird, die könnten wir alle aus dem Verfahren nehmen, bei der Frage der finanziellen Verantwortung durch den Bund, bei der Frage Drehtüreffekte, was das BAMF aus meiner Sicht immer noch relativ mäßig macht bei der Frage, wie man damit umzugehen hat, bei der Frage Arbeitsmarktintegration, Jobvisa, das, was von der Wirtschaft vorgeschlagen wird, für diejenigen, die wir wirklich in Fachbereichen brauchen und nicht diejenigen, die ja, sie schütteln mit dem Kopf und machen eine abschlägige Handbewegung. Es mag auch in der Integrationsdebatte Leute geben, die sich mit dem Thema auskennen und nicht der CDU angehören und trotzdem Recht haben, meine Damen und Herren. Auch das ist nicht unmöglich in dieser Frage.
Der Kollege Schäfer-Gümbel hat darauf hingewiesen, wir haben auch den Punkt 11 in diesem Antrag, nämlich dass die Schulpflicht für Flüchtlingskinder auszusetzen eine völlig abwegige und kontraproduktive Maßnahme ist. Wenn wir über Integration und Bildung, das ist Ihre Landesregierung, Herr Ministerpräsident, ich leite Sie nicht, der Kollege Lorz ist der Kultusminister. Diese Maßnahme zu forcieren, ist Unsinn. Sie macht keinen Sinn. Und deshalb können Sie unserem Antrag an dieser Stelle zustimmen. Wir haben die Aufhebung der Wartefristen für Flüchtlinge zur Arbeitsaufnahme in diesem Antrag drin. Das können wir heute unproblematisch abstimmen. Wir können genauso bei der Frage Lockerung bei den Wartefristen agieren und so weiter und so weiter. Und jetzt komme ich zu einem sehr konkreten Punkt, über den die Kollegen der CDU, der Ministerpräsident bisher und der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN, kein Wort verloren hat. Das ist die Frage der sicheren Herkunftsländer. Und Herr Kollege Boddenberg, wissen Sie, aus Ihrer Partei höre ich ständig Sonntagsreden bei der Frage, was man mal machen müsste. Und ich finde, nee, das finde ich ist kein Quatsch, sondern ich höre diese Reden ja und ich nehme sie auch wahr und ich habe sie auch in vielen Zeitungsberichten heute dabei. Insofern glaube ich, ist das kein Quatsch, sondern es geht darum, dass wir jetzt konkret handeln können. Und wenn es um konkrete Fragen geht, nämlich sichere Herkunftsländer, und wir reden in dieser Frage über Albanien, Montenegro und den Kosovo, dann wird es auf die Stimmen Hessens im Bundesrat ankommen, ob es sichere Herkunftsländer gibt und die Frage endlich geklärt wird, dass wir dort keine aufwendigen Verfahren machen, oder ob es diese nicht gibt. Und da haben Sie als Fraktionsvorsitzender eine immense Verantwortung. Eine immense Verantwortung. Weil wenn das nämlich scheitert an den 5 Stimmen, die das Land Hessen hat, und an den 6 Stimmen, die das Land Baden-Württemberg hat, dann wird dieses Thema nicht durchgesetzt werden. Und deshalb war ich verwundert, das will ich offen sagen, dass der grüne Landesvorsitzende vorhin bei einer Pressekonferenz, bei der er die Anträge zur Landesmitgliederversammlung am 26. September vorgestellt hat, auf die Frage eines Journalisten, wie diese Frage, die in diesem Antrag zum Thema Integration keine Rolle spielt, ob das ein Thema wäre, es würde ja auf Landesebene diskutiert, der Kollege Klose ungefähr mit den Worten zitiert wird, sichere Herkunftsstaaten lösen kein Problem. Kollege Wagner, das ist schön. Aber dann frage ich Sie jetzt einmal, wie wird denn das Land Hessen sich an dieser Stelle entscheiden? Wird die Union, weil die GRÜNEN sich nicht einigen können bei der Frage und Angst vor ihrem Landesparteitag haben, eine Frage, die für Deutschland entscheidend sein wird, auf den Kosten der Menschen in unserem Land austragen? Oder wie ist die Entscheidung in dieser Frage? Darauf hätte ich gerne eine konkrete Antwort. Darauf hätte ich gerne eine konkrete Antwort. Und meine Damen und Herren von den Kollegen der Union, wir wissen ja, wie Sie reagieren würden heute, wenn Sie nicht in einer Koalition mit den GRÜNEN wären. Sie würden mit Schaum vor dem Mund die GRÜNEN beschimpfen und würden sagen, es ist alles fassungslos. Und jetzt müssen Sie sich an dieser Stelle entscheiden, was dem Land Hessen wichtiger ist, die Machtfrage zwischen Schwarz-Grün oder ein wirkliches Problem bei der Integrations- und Zuwanderungspolitik zu lösen. Das ist eine ganz einfache Frage, die Sie zum Schluss entscheiden werden, Herr Kollege Boddenberg. Aber Sie haben ja die Möglichkeit, auf diese Frage gleich einmal eine konkrete Antwort zu geben und nicht drum herum zu reden, weil die Menschen es sicherlich interessiert. Wissen Sie, Herr Kollege von Ooyen, das kann man ja unterschiedlich sehen. Aber was ich nicht durchgehen lasse, ist, dass ich von vielen CDU-Kollegen ständig höre, es sei ein Problem, man müsse das lösen. Und zum Schluss im Bundesrat die Frage, ob dieser Antrag durchgeht, sehr stark daran anhängen wird, ob die hessischen Stimmen zustimmen oder nicht zustimmen, Herr Kollege Boddenberg. Und insofern, ja, aber man muss sich nicht immer hinter anderen verstecken. In Thüringen regieren Sie ja zur Abwechslung mal nicht, wie in anderen Ländern auch. Und insofern konzentriere ich mich auf die Länder, wo Sie Verantwortung tragen. Das ist der Hessische Landtag. Da haben Sie immense Verantwortung. Und insofern wollen die Menschen in Hessen, glaube ich, wissen, wie steht es mit der Union bei dieser Frage? Sind Sie dafür, dieses Problem zu lösen, was ich auch für ein Problem halte? Oder ist die Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN am kommenden Wochenende wichtiger, und der Bundesrat spielt hier keine Rolle? Das ist eine ganz einfache Frage, um die es geht, meine Damen und Herren. Dass Sie, Kollegin von den GRÜNEN, jetzt dazwischenrufen müssen, ist mir klar. Aber ich habe keine Landesmitgliederversammlung am Wochenende. Wenn Sie ja so felsenfest hier stehen, ist das doch völlig in Ordnung. Dann können wir uns darauf verlassen, dass die CDU hier nicht umfällt. Aber es kann ja auch anders sein. Und deshalb, glaube ich, sollte man eine solche Sitzung und eine solche Regierungserklärung des Ministerpräsidenten an der Stelle nutzen, hier einfach einmal Klartext zu reden und nicht drumherum zu reden. Meine Damen und Herren, sichere Herkunftsstaaten erweitern, Asylverfahren beschleunigen, gesteuerte Einwanderung mit einem Einwanderungsgesetz endlich klar regeln, auch ein Thema, das nur an der CDU in Deutschland scheitert, meine sehr geehrten Damen und Herren.
und Flüchtlinge integrieren. Das sind die wichtigsten Punkte dieser Debatte. Und deshalb ich will schon noch einmal zum Abschluss meines Beitrags sagen, was nicht funktioniert, ist bei diesem herausfordernden Thema nur ein Problem zu beschreiben und keine Lösung anzubieten. Kollege Schäfer-Gümbel hat viel gesagt von dem, was ich unterstreichen kann. Bei der Frage, dass wir mehr Bedarf bei Lehrern haben, sollte das doch unstreitig sein. Integration fängt in der Schule an. Das können wir nicht mit dem vorhandenen Personal stemmen. Wenn wir diese zusätzlichen Aufgaben haben, werden wir auch in diesem Bereich investieren müssen. Auch in anderen Bereichen werden wir nicht um Investitionen drumherum kommen. Insofern wird die Frage konkret sein, was macht das Land Hessen hier? Bei vielen von dem, was Sie gesagt haben, bin ich wahrscheinlich dabei. Ich habe vieles Richtige gehört. Aber zum Schluss reicht es nicht aus, allgemein zu bleiben. Wir müssen jetzt konkret werden. Und ich sage Ihnen eines, Herr Kollege Boddenberg. Die Stimmung draußen ist angespannt, weil viele Menschen in Deutschland, in Hessen, das Gefühl haben, dass die Politik keinen Plan hat. Und solche Reden wie Sie und auch solche Zwischenrufe bestärken dieses Vorurteil, was zurzeit in Deutschland diskutiert wird. Absolut. Sie bestärken es, weil zum Schluss allgemeine Aussagen den Eindruck erwecken, Politik verschleiert etwas. Politik hat keinen Plan, wie man konkret etwas umsetzen kann. Und wir werden konkret werden müssen, wir gemeinsam. Da kann sich keiner aus der Verantwortung stehlen. Aber das bedeutet eben auch, dass man zum Beispiel bei einer solchen Frage wie den sicheren Herkunftsländern hier heute einmal Tatsachen nennen muss und nicht einfach sagen kann, wir versuchen das mal irgendwie zu lösen, meine Damen und Herren. Das ist für die Menschen im Land zu wenig. Insofern, die Debatte ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir mehr Erhellendes heute hier erfahren. Denn eines ist klar, diese Herausforderung wird uns ja in den nächsten Monaten und Jahren massiv begleiten. Und sie wird sehr stark dafür verantwortlich sein, ob die europäische Idee, aber auch das friedliche Zusammenleben in einer liberalen und toleranten Gesellschaft in Deutschland gelingt. Das ist ein Kraftakt, den wir alle gemeinsam zu stemmen haben. Aber da muss eben jeder auch seiner Verantwortung nachkommen. Der Kollege Wagen hat das vorhin sehr schön gesagt. Jeder muss etwas geben bei der Frage. Das glaube ich, da hat er recht. Aber ich glaube, die GRÜNEN wissen heute ganz genau, um was es geht, was sie quasi beitragen könnten, um die Situation in Deutschland zu verbessern. Insofern hoffe ich, dass wir noch erhellende Botschaften von den Kollegen der Koalition bekommen. Denn die Menschen in Hessen haben ein Anrecht darauf zu wissen, wohin die Reise geht. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Vorsitzende der Fraktion der CDU, Herr Abg. Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zunächst einmal dankbar dafür, dass ich einigermaßen zum Schluss reden darf, weil ich einige Punkte aufgreifen darf, insbesondere auch Dinge, die Kollege Rentsch gerade angesprochen hat. Aber ich will auch auf das eine oder andere eingehen, was Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel hier vorgetragen hat. Ich versuche es jetzt so zu machen, dass ich nicht alles und vieles von dem wiederhole, was unter anderem in der Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier gesagt worden ist. Aber ich will durchaus noch einmal zwei, drei auch Dinge ansprechen, die ich glaube, dass sie grundsätzlich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren sehr wichtig sind, was das Miteinander anbelangt. Zunächst einmal, Herr Kollege Rentsch, haben Sie sich mit der Bundeskanzlerin befasst? Das ist Ihr gutes Recht. Ich glaube, Sie haben auch kein Geheimnis offenbart, dass es, was die Frage der Äußerungen der Bundeskanzlerin am 5. September anbelangt, zu den Tausenden von Menschen, die in Ungarn unter äußerst schwierigen, ich sage menschenunwürdigen Verhältnissen und in einer wirklich außergewöhnlichen Situation sich dort aufgehalten haben. Sie haben kein Geheimnis verraten, dass es da unterschiedliche auch Bewertungen innerhalb der Union gibt. Sie haben die CSU angesprochen. Kein Geheimnis. Daran können wir einen Haken machen. Ich habe eine andere Auffassung als Herr Seehofer. Und ich habe ja mit meinem Zwischenruf, den nehme ich dann auch zurück, wenn er Sie sehr getroffen hat, indem ich Florian Seehofer gerufen habe, nur eines deutlich machen wollen. Ich glaube, dass in dieser Frage die Bemerkungen der Bundeskanzlerin zunächst einmal in der Sache völlig richtig waren. Weil ich niemanden kenne, der auf die Frage, was hättest du denn gesagt, wenn du Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler gewesen wärst, mir eine kluge Antwort gegeben hat. Ich kenne niemanden. Es sei denn, man hätte zu sehr martialischen,
Ideen gegriffen und hätte dann vorgeschlagen, wir sperren die Autobahn, wir legen die Gleise von Ungarn in Richtung Österreich lahm. Also irgendwas in der Richtung hätte ich denn schon erwartet, konsequenterweise. Aber das nur unter der Rubrik zu parken, das sei jetzt nun das Signal gewesen, das dann zu all dem geführt habe, ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen, wenngleich ich durchaus sagen will. Auch ich habe der Bundeskanzlerin am Sonntag vor einer Woche, manche haben das in der Zeitung gelesen, weil in solchen Kreisen auch hin und wieder jemand sitzt, der glaubt, dass Journalisten das alles wissen müssen, was man hinter verschlossenen Türen spricht, sehr wohl gesagt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch andere Signale gesetzt werden. Nämlich das Signal, dass wir in Deutschland in einer Situation sind, die es uns im Moment sehr schwierig macht, all das zu bewältigen unter den Voraussetzungen, wie wir jedenfalls ein menschenwürdiges Umgehen mit denen, die zu uns kommen, verstehen. Und insofern kein Streit, aber ich sage auch aus meiner Wahrnehmung bei der Bundeskanzlerin eine große Nachdenklichkeit genau auch in dieser Frage und auch der Hinweis von ihr nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde, dass die vielen Fotos und Presseberichterstattungen und sozialen Netzwerke, die ein Bild aus Deutschland transportieren, in dem Menschen mit Willkommensschildern an den Hauptbahnhöfen stehen, sicherlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass viele, die das sehen, in den betroffenen Regionen auf die Idee kommen, zu sagen, ich sitze schon lange auf gepackten Koffern, und dann kommt all das hinzu, was Herr Schäfer-Gümbel zu Recht beklagt hat, nämlich, dass sich dort die Mittelzuweisungen im Bereich der Vereinten Nationen drastisch verringert haben. Also dann war das spätestens das Bild des Münchner Hauptbahnhofs der letzte Anreiz, zu sagen, ich mache mich auf den Weg und suche mein Heil in der Flucht und eben mitten in Europa in Deutschland. Das kann man beklagen, das kann man, so wie Sie es getan haben, so stilisieren, als sei das der Dollpunkt der letzten Monate und Jahre gewesen. Ich bestreite das, ich relativiere es zumindest und glaube nach wie vor, dass es einen sehr menschlichen Zug und einen christdemokratischen Zug und einen christlichen Zug zumal hatte, wenn die Bundeskanzlerin in dieser Situation etwas gesagt hat, zu dem ich jedenfalls keinen alternativen Satz gefunden habe. Und Herr Kollege Rentsch, ich will gleich noch einen zweiten Punkt aufgreifen. Sie haben das mit den Sperrfristen angesprochen. Sie haben die Unternehmerschaft angesprochen. Jetzt reklamiere ich, wie Sie wissen, weiterhin für mich, dass ich aus diesem Bereich dieser Gesellschaft komme und nicht nur mit Unternehmern spreche, sondern selber auch ein ganz kleiner, bescheidener Unternehmer bin. Trotzdem mir aber schon die Bemerkung gestatte, in Richtung der Wirtschaft, übrigens auch in Richtung der VAO, dass ich es gern ein bisschen konkreter hätte. Also die Aussage der Unternehmerverbände oder auch der Kammern, wir helfen bei dem Problem, nämlich der unmittelbaren Versorgung vieler Flüchtlinge mit Arbeit, das ist mir ein bisschen zu abstrakt, um es auf den Punkt zu bringen. Ich erwarte von denen, die das sagen, dass sie auch dort sehr konkret weitere Antworten geben, nämlich wie das denn links und rechts dieses einzelnen betroffenen Arbeitnehmers, den sie in ihr Unternehmen holen, aussieht, wenn es z.B. um die Frage der Familienangehörigen geht, wenn es z.B. um die Frage der Integration, der Sprache und all dieser Dinge geht. Ich glaube, dass es dort viel an Kreativität und Engagement gibt. Aber im Moment ist mir das alles noch ein bisschen zu dürftig in der Formulierung. Deswegen habe ich beispielsweise in der letzten Woche die Kammern des Handwerks gebeten, doch einmal sehr konkret zu sagen, was sie anbieten. Welche Räume, an welchen Orten, mit welchen konkreten Bildungsmaßnahmen wollen Sie denn offerieren, damit wir kleine Teile in diesen Bereichen, die wir zu Recht diskutieren, nämlich des Zugangs zur Arbeit, am Ende auch mit einer Lösung versehen? Und ein letzter Punkt, Herr Kollege Rentsch. Herr Kollege Rentsch, Sie sprechen von dem Thema der Sperrfristen. Wir können doch dieses Thema symptomatisch für viele Bereiche nehmen, die heute hier diskutiert worden sind, von denen auf ersten Blick eigentlich jeder von uns doch sagen würde, bei oberflächlicher Betrachtung, ja, das sollten wir sofort machen, und warum machen wir das nicht schon längst? Beispielsweise Ihre Forderung, weg mit den Sperrfristen, damit die Leute sofort in Arbeit kommen. Das ist aber nur der eine Teil, Herr Kollege Rentsch. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich Sie bei Ihren Gesprächen störe, aber ich gehe halt auf das ein, was Sie mir und uns vorgeworfen haben. Das ist nur der eine Teil, Herr Kollege Rentsch, weil auch dort müssen wir, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht angesichts der Dimension der Herausforderung, vor der wir stehen, doch immer mitdenken, welche Wirkung hat denn das in die Regionen, über die wir hier heute reden.
Ich will das noch einmal am Beispiel der Rückführung von Menschen, da hat Frau Wissler einiges dazu gesagt, was ich absolut nicht teile. Ich komme immer mehr und immer wieder auf die Idee, Frau Wissler lebt in einer völlig anderen Welt, als ich das lebe, als ich das tue, weil sie bei dem Thema Rückführung, immer nur die kalte Schulter und das kalte Gesicht des Kapitalismus versuchen, die Wand zu malen oder zu skizzieren. Ich sage Ihnen, Frau Wissler, wenn Sie einmal mit Betroffenen reden, beispielsweise aus Albanien, und mit diesen Menschen einmal über ihre Geschichte, ihre jüngere Geschichte reden, und die Ihnen sagen, wir sind von oben bis unten enttäuscht von dem, was wir jetzt hier vorfinden, weil wir von oben bis unten belogen worden sind von Menschen, die sagen, fahrt alle dorthin, und das sind Sie, einer der Gruppen, die das dauernd und immer wieder wiederholt, fahrt nach Deutschland, da wird euch geholfen, ihr kriegt einen Job, ein Dach über dem Kopf und Gesundheitsversorgung, und all das stimmt auch. Die Menschen, die dann die Realität erleben, beispielsweise wenn sie aus Albanien kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die erleben eine Enttäuschung, die ich Ihnen lieber ersparen möchte, indem wir Ihnen von vornherein sagen, dass Sie keine Bleibeperspektive haben. So, und Florian Rentsch, dann vielleicht noch zum dritten Punkt, und dann will ich auch es dabei bewenden lassen. Thema sichere Herkunftsstaaten. Ja, wir haben am Freitag in dieser Woche im Bundesrat wichtige Entscheidungen zu treffen, und zwar nicht nur diese. Deswegen nehme ich den Plural. Aber auch ist zu Recht ein Zwischenruf von Ihnen, aber bringt noch nicht das Problem zur Seite, dass es weitaus wichtigere Fragen gibt. Und nicht nur der Kollege Wagner, auch CDU-Politiker wie beispielsweise der hessische Innenminister sagen, das löst noch kein Problem. Darüber diskutieren muss man allerdings, und da bin ich durchaus bei Ihnen, vielleicht ist das ja auch Ihr Grund, das Thema aufzurufen, dass ich sage, auch davon geht natürlich am Ende eine gewisse Signalwirkung aus, die man nicht unterschätzen darf. Und wenn man sich einmal die Daten des Instituts, des Kieler Instituts für Weltwirtschaft anschaut und sieht, was nach der Deklaration sicherer Herkunftsstaaten im September 2014 Bundesrat Bosnien-Herzegowina, Serbien als Stichwort passiert ist, wenn man sich nur die Asylantragszahlen sich im Vergleich 2014-2015 anschaut, was dort passiert ist, dann kann man auf ersten Blick auf die Idee kommen, zu sagen, es hat eine Wirkung gehabt, weil die Zugänge oder das Wachstum der Asylantragszahlen in diesem Bereich deutlich geringer ist als in den Bereichen, über die wir gerade möglicherweise und wahrscheinlich am Freitag dieser Woche reden, z. B. Albanien und Kosovo. Das ist aber nur der erste Blick auf die kalte, nüchterne Statistik, die völlig außer Acht lässt, dass es dort nur um die Antragsteller geht und noch nicht um die Frage derjenigen, die hier im Land sind, aber noch gar keinen Antrag gestellt haben. Da reden wir ja über einige Hunderttausend, um einfach an der Stelle auch einmal deutlich zu machen, man muss schon genau hinschauen, um zu schauen, was hat eine Wirkung hat. Ich akzeptiere, dass GRÜNE sehr kritisch, Stichwort Individualrecht, in solchen Fragen politisch aufgestellt sind und auch die Frage stellen, hat das eine Wirkung oder hat es keine? Da kann ich nur Herrn Kretschmann zitieren, der seinerzeit schon gesagt hat, wenn es am Ende so sein wird, dass man daraus eine Wirkung, eine positive Wirkung im Sinne des Gesamtproblems ableiten kann, dann bin ich der Letzte, der am Ende die Zustimmung verweigert. Darüber wird in dieser Woche noch ganz, ganz intensiv gestritten und gesprochen. Da finde ich, da dürfen noch gute Argumente ausgetauscht werden. Ich bin zuversichtlich, dass am Freitag neben dem eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten im Bundesrat gefunden werden und entschieden wird und wir dann einen erheblichen Schritt weiter sind. Und wenn Herr Abgeordneter, ich das darf, Herr Präsident, würde ich gerne, das dann, Herr, würde ich Herr, das gerne Sie zulassen, eine Zwischenfrage stellen. Bitte. Geht's? Ja. Ja. Sogenannter sicherer Herkunftsstaaten keinen Einfluss auf den individuellen Rechtsanspruch auf Asyl hat. Das heißt, wenn jemand aus solchen Staaten einen Antrag stellt, dann ist er nach den Regeln des deutschen Asylrechts erst einmal zu behandeln. Danke. Danke. Anspielen beispielsweise auf die Äußerungen des Bundesinnenministers. Ich sehe durchaus, dass es auch dem Bundesinnenminister schwerfällt, zu erklären, wie bekomme ich dieses unter einen Hut, nämlich das individuelle Recht auf Asyl und natürlich auch Zugang zum Verfahren einerseits und auf der anderen Seite die von ihm nicht ganz zu Unrecht angeführte Diskussion oder sehr berechtigterweise angeführte Diskussion über die Frage von Quoten
insbesondere mit Blick auf die Europäische Union. Da gibt es einigen Klärungsbedarf, aber ich sehe am Ende keinen Widerspruch. Darüber haben auch Sie gesprochen, Herr Schäfer-Gümbel, und andere auch. Wenn nämlich alle Partnerländer und Mitgliedstaaten dieser Europäischen Union ihren Verpflichtungen nachkommen, und das sehe ich nicht so einseitig, wie es hier, Frau Wissler, von Ihnen gesagt worden ist, denn auch schon 2011 und 2012 haben wir über Italien gesprochen und darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele einfach nicht erfasst wurden und nach Deutschland und Österreich und nach Schweden weitergeleitet worden sind. Hören Sie auf, die jüngere Geschichte zu verdrehen. Das ist ein Ammenmärchen, was Sie erzählt haben. Ich erwarte und wir erwarten, dass diese Europäische Union, die eine nicht nur Vertragsgemeinschaft ist auf Basis der ökonomischen und sonstigen Harmonisierungen, die wir dort haben, seit vielen Jahrzehnten, Gott sei Dank haben, die eine Wertegemeinschaft ist, die ein Dublin-Abkommen hat, einen Vertrag hat, und Verträge hält man zunächst einmal ein und stellt sie nicht dauernd in Rede, was aber nicht heißt, dass man diese Verträge, und da bin ich bei Matthias Wagner, auch nacharbeiten und weiterentwickeln kann. Alles das gehört auch zu diesem Prozess dazu, aber zunächst einmal sind Verträge einzuhalten, und das erwarte ich von jedem einzelnen Mitgliedstaat. Unabhängig der Frage, dass das sicher nicht heißt, dass wir nur über Einwohner quotieren, dass selbstverständlich die Frage der Leistungsfähigkeit dort berücksichtigt werden muss. Aber kurze, knappe Sätze wie die des britischen Premierministers mit Verweis auf das anstehende Referendum 2017 sind mir ein bisschen wenig, um sich aus einer europäischen gemeinschaftlichen Verantwortung zu stehlen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, und ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, der betrifft die von mehreren Rednern angesprochene Frage des Klimas in unserem Lande und der Ängste und Sorgen, die viele Menschen haben. Ich finde zunächst einmal gut und wichtig, und ich bedanke mich bei allen, die das so gesagt haben. Auch da nehme ich einmal Frau Wissler aus. Bei allen, die das gesagt haben, nämlich, dass wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, was Menschen, die uns dabei beobachten, wie wir mit dieser Krise umgehen, aber die insgesamt auch mit großer Sorge auf die Dimension dieser Krise schauen, dass mehrere Redner gesagt haben, dass wir das ernst nehmen müssen. Und ich will nur sagen, worum es da am Ende im konkreten Fall geht. Da geht es um Sorgen, dass Menschen Sorge oder darum, dass Menschen Sorge haben, dass sie mit Fremdem in einer Art und Weise konfrontiert werden. Das werte ich nicht in gut oder schlecht oder böse, sondern einfach mit neuen Dingen konfrontiert werden, die sie möglicherweise, jedenfalls glauben, dass viele in dieser Dimension nicht bewältigen können. Also Angst vor Überfremdung, Angst vor anderen Kulturen, vor anderen Lebensweisen usw. So weiter. Ich nehme diesen Punkt und sage, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Situation, die wir jetzt haben, unsere Gesellschaft verändern wird. Aber ich sage auch, hinter diesem Satz, der richtig ist, muss ein zweiter Halbsatz kommen, der da lautet, wir müssen diese Veränderung aber auch gestalten. Und zu diesem Gestalten gehört auch, und das ist nicht nur die Meinung der Christdemokraten, sondern ich hoffe, gemeinsame Meinung und Haltung hier im Hause, dass wir denjenigen, die hierher kommen, sagen, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass wir eine Verfassung haben, dass wir in diesem Land Regeln haben, die sich aus dieser Verfassung ableiten, an die sich gefälligst alle zu halten haben. Bei aller Notwendigkeit, Akzeptanz und Intoleranz auch zu leben, das tun wir. Ich finde, da sind wir seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, gerade in diesem Bundesland ein gutes Beispiel, dass wir das tun. Muss es so sein, dass wir nicht etwa zur Disposition stellen, was hier über Jahrhunderte, Jahrzehnte an gemeinsamen, an Grundkonsens in dieser Gesellschaft gewachsen ist? Und diese Angst müssen wir den Menschen nehmen und sagen, das gilt weiter bei allen Veränderungsprozessen, die eine Gesellschaft, egal wie sie zusammengesetzt, immer wieder und automatisch und zwangsläufig hat. Aber das muss die Botschaft sein, um den Menschen, die Sorge haben, dass sich dieses Land verändert, ohne dass wir das gestalten, um diesen Menschen diese Sorge zu nehmen. Und wenn wir schon bei den Sorgen sind, will ich vielleicht noch zwei Punkte herausgreifen. Viele Menschen lesen in diesen Tagen, dass die Unterbringung, die Versorgung, die medizinische wie sonstige Versorgung eines Asylbewerbers oder eines betroffenen Flüchtlings so irgendwas um die 1.100 € pro Monat kostet.
schreibt beispielsweise die FAZ, und viele sagen, das ist so eine Größenordnung, die wahrscheinlich stimmt. Was ich mir immer wieder dann vor Augen führe, ist, was denkt eigentlich derjenige, der ein sehr niedriges Einkommen hat? Was denkt denn die Rentnerin oder der Rentner, der mit Grundsicherung noch zusätzlich alimentiert werden muss, weil die Rente nicht reicht? Da bin ich mal ganz Sozialdemokrat, Herr Schäfer-Gümbel. Ich will doch nur sagen, bei allem Streit, den wir dort sonst häufig haben, auch was die individuelle Verantwortung für solche Situationen anbelangt, das will ich nicht diskutieren. Ich will darüber reden, dass ich es völlig in Ordnung und verständlich finde, dass Menschen, die ihre eigene Situation vor dem Hintergrund sehen, was da gerade an Kosten auf uns zuläuft pro Monat, also mehr als das, was dort an Rente pro Monat auf dem Konto landet, dass ich verstehen kann, dass dieser Teil unserer Gesellschaft, in Teilen jedenfalls, sehr kritisch auf das schaut, was wir da gerade machen. Und das ist auch eine Angst und eine Sorge, die ich finde, man ernst nehmen muss und die man registrieren muss. Und ich will das nicht weiter ausführen. Ich könnte über die Frage des knappen Wohnraums in einigen Regionen reden. Ich vergesse nicht, darauf hinzuweisen, dass es sicherlich Bedarf an Wohnraum gibt, aber eher in den Ballungsräumen und in anderen Regionen außerhalb des Ballungsraums eher weniger. Das gehört auch zur Debatte. Das gehört auch zur Debatte, Herr Schäfer-Gümbel. Kurzum, ich finde, wir müssen nicht nur sagen, dass wir es ernst nehmen, sondern auch im konkreten Einzelfall zunächst einmal unterstellen, dass jeder, der das sagt und auf seine persönliche Sicht der Dinge hinweist, das Recht hat, das auch zu artikulieren. Und Herr Schäfer-Gümbel, ich bin sehr dankbar, wenn wir uns in der kleinen Runde in der letzten Woche uns, glaube ich, auch darauf verständigt haben, was aber nicht heißt, dass wir allen und jeden Unsinn, der da auch geredet wird, zulassen und unkommentiert lassen. Das will ich auch gleich dazu sagen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich vielleicht noch einmal einen Punkt ansprechen, der auch hier von vielen diskutiert worden ist. Und ich will dann auch schon zum Ende kommen. Es kommt immer der Satz, den jeder unterstreicht, wir müssen das Problem an der Wurzel anfassen. So, ich glaube, da ist jeder zunächst einmal dafür, das zu unterschreiben. Aber wenn es dann um die Frage geht, was heißt denn das, werden wir in diesem Land fröhliche Debatten haben. Ich sage sogar sehr, sehr ernsthafte und tiefgreifende Debatten haben. Und ich erlaube mir an dieser Stelle, ich habe es heute Morgen auch einmal in der Landtagsfraktion noch einmal gesagt, nicht weil ich das alles besser weiß, sondern weil das einfach auch diskutiert werden muss. Wir waren vor 20 Jahren in Europa in einer Situation, ich erinnere einmal an das, was wir in Ex-Jugoslawien erlebt haben, wo am Ende sehr, sehr viele gesagt haben, wie lange haben wir dort zugeschaut? Bei diesem Völkermord, beim Abschlachten von Menschen, die auch nicht mehr als leben wollten, ein Leben in Freiheit gesucht haben. Und wir haben über viele Jahre zugeschaut. Und jetzt will ich deutlich sagen, ich weiß, dass wir eine andere Situation haben und dass die Krisenherde auch nicht mehr so zu lokalisieren sind. Und ich weiß auch, dass immer erst die Diplomatie stehen muss. Und ich gehöre auch zu denen, die mittlerweile, obwohl es manchmal schwerfällt, mit denen, die sagen, wir müssen mehr mit denen reden, die auch helfen können, das Problem oder die Probleme zu lösen. Und dazu gehört beispielsweise auch sicherlich, dass man in Dialog mit Putin tritt, dass man in Dialog mit den Chinesen tritt, weil es immer noch nicht so ist, dass wir von UN-Seite ein Mandat bekommen. Und da bin ich gar nicht nur bei der Frage einer militärischen Intervention. Da bin ich zunächst einmal bei einer klaren Ansage der Weltgemeinschaft und des Sicherheitsrates, dass alle der Meinung sind und der festen Auffassung sind, dass wir nicht weiter zuschauen dürfen, dann wären wir schon einmal einen großen Schritt weiter, weil ich glaube, das macht mehr Eindruck bei denen, die für Völkermord und für das Morden dort in Syrien, im Irak und wo auch immer zuständig sind und verantwortlich sind, als wenn immer noch das Gefühl mitschwingt, da sind einige im Konzert der ganz Großen, die doch ein wenig zuschauen und aus strategischen Gründen am Ende dann nicht dabei sind, wenn es um eine klare Ansage und Erklärung der Staatengemeinschaft geht, mit diesen schlimmen Ereignissen dort endlich Schluss zu machen. Und da wir aber sicherlich über diese Frage sehr lange diskutieren werden, und ich erinnere mich Matthias Wagner immer noch an, ich nenne den mal als Kronzeugen Daniel Cohn-Bendit, mit dem ich mal einige Zeit im Magistrat in Frankfurt gesessen habe, und der damals einer derjenigen war, was schwer gefallen ist, der in der Jugoslawien-Frage irgendwann einmal sehr deutlich erklärt hat, jetzt ist ein Punkt gekommen, wo wir mal unsere Grundsätze vielleicht und leider mit großem Schmerz zur Seite stellen müssen. Jetzt ist ein Punkt gekommen, wo man eingreifen muss. Ich weiß, welche Zerreißprozesse das bei den GRÜNEN hatte, auch heute hat.
Aber ich sage genauso, dass solche Debatten auch in anderen Parteien die gleiche Zerreißprobe bedeuten, weil unsere Menschen in unserem Land wollen keinen Krieg. Aber am Ende des Tages sagen auch immer mehr, wir können nicht weiter zuschauen. Und zwischen diesen beiden Positionen und zwischen diesen beiden Gefühlen und guten Absichten müssen wir versuchen, einen Weg zu finden, der am Ende auch von unserer Gesellschaft in einer breiten Mehrheit getragen wird. Da ich auch zu denen gehöre, die dann das Wort der Ultima Ratio natürlich nutzen, will ich sagen, ich bin sehr bei dem, was die Bundesregierung in Person von Herrn Entwicklungshilfeminister Müller in den letzten Tagen schon sehr konkret gesagt hat. Das kann man, Herr Schäfer-Gümbel, na ja, Sie müssen ja nicht alles teilen, aber gehört der Bundesregierung an, die wir uns gemeinsam ausgesucht haben. Aber wenn Herr Müller auch einmal eine Dimension der notwendigen finanziellen Hilfe, und da haben Sie eben dazu gesprochen, aufruft und sagt, er erwarte, dass die Europäische Union 10 Milliarden € in die Hand nimmt, was einfach auch einmal zeigt, dass wir hier nicht über 20 Millionen € Beträge reden, wie wir es zurzeit gerade tun, um dann zu sagen, davon können wir 500.000 Flüchtlinge in den Lagern im Libanon und in Jordanien mal gerade mit dem notwendigsten Essen versorgen. Dann will ich doch nur sagen, über den Rest können wir ja streiten. Aber ich will nur sagen, dass ich glaube, auch dies als Zeichen der Bundesrepublik Deutschland in die Union, in die Europäische Union, aber auch in die Staatengemeinschaft gehen muss. Und es ist, da stimme ich ja jedem, der das so formuliert hat, zu, ein Skandal, dass dort die Mittel im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich bräuchten, mehr als halbiert worden sind, weil das erst der letzte und, wie ich finde, völlig verständliche Grund für Menschen war, sich auf den Weg zu machen nach Europa, weil da nicht mehr nur das Leben bedroht war, sondern auch noch die Würde der Menschen, die mittlerweile in katastrophalsten Zuständen in diesen Lagern leben, in einer Art und Weise mit Füßen getreten wird, dass ich finde, dass wir uns alle gemeinsam, die wir das zu verantworten haben, dafür schämen müssen. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Ich gehöre zu denen, die am Ende sagen, die Politik hat einen Plan. Ich finde es wichtig, dass wir heute einmal die Dinge so links und rechts ein bisschen zur Seite geschoben haben. Herr Schäfer-Gümbel, auch wenn ich auf das eine oder andere eingehen könnte, Sie haben an einer Stelle in der Landespolitik, über die Sie gesprochen haben, eine Formulierung gewählt, die für mich ein bisschen entlarvend war. Nämlich, Sie haben vom großen Schluck aus der Pulle gesprochen. Das kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das war der frühere Bundeskanzler. Der hat das auch einmal gesagt, als er gemerkt hat, die Gewerkschaften erwarten ein bisschen mehr von Sozialdemokraten. Aber alles geschenkt, übrigens, was zum Katastrophenschutz gesagt worden ist und zu Krisenstäben gesagt worden ist, vom Innenminister eben zwischengerufen ist, kann ich noch einmal wiederholen. Das, was dort an Mehraufwand in den Kommunen entsteht, wird auch vom Land getragen. Und da gilt auch ein Minister und ein Wort. Und darauf können sich alle verlassen. Das war übrigens 2006 bei der Fußball-WM auch schon so. Also, ich lasse den Teil weg und will sagen, wenn wir diesmal zur Seite schieben, da haben wir noch viel miteinander zu diskutieren und zu beraten, auch im Zuge der Haushaltsberatung. Freue ich mich über die heutige Debatte, weil sie gezeigt hat, wir haben alle ein gemeinsames Problembewusstsein. Wir haben alle gemeinsam erkannt, dass wir mit den bisherigen Mitteln beileibe nicht dem gerecht werden, was erforderlich ist. Und wir haben alle gemeinsam auch bei uns selbst angefangen und nicht nur in andere Leute Richtung gezeigt. Das finde ich auch nicht so ganz schlecht, weil die Schuldfrage und ich habe was früher gewusst und die Besserwisserei, die wollen die Menschen erst recht nicht hören. Die wollen von uns gemeinsam Antworten, von Bund, von Land und von Kommunen gemeinsam. Und darauf können wir uns, glaube ich, an diesem Tage gut verständigen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich erteile das Wort dem Abg. Öztürk. Sie haben für diesen Punkt 10 Minuten Redezeit. Bitte schön. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute in der Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsidenten Bouffier wollten wir uns darüber austauschen, wie in Hessen die Situation der Flüchtlinge ist und auch der Asylbewerber und dass auch Hessen handelt.
Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist dass der Bereich, was das Handeln betrifft, relativ unkonkret geblieben. Und bis heute habe ich nicht verstanden, was der Plan dieser Landesregierung ist, wie wir jetzt bis Winter die Unterkünfte hinkriegen wollen, den Menschen Sprachkurse vermitteln wollen, die Ehrenamtler unterstützen wollen. Für diese Fragen sind Sie als Landesregierung meiner Meinung nach offen und für offene Antworten schuldig geblieben. Und so schaffen wir das nicht, meine Damen und Herren. Natürlich muss man auf der einen Seite an einem gemeinsamen Strang ziehen und versuchen, die Menschen, die zu uns nach Hessen kommen, humanitär und vernünftig unterzubringen. Wenn wir aber seit 2012 genau über diese Fragen immer wieder im Hessischen Landtag in unterschiedlichen Rollen diskutieren und seit 2014 sogar in einer neuen Regierungskoalition über diese Fragen diskutieren, dann wird es Zeit, dass wir nicht nur darüber diskutieren, sondern auch konkrete Vorschläge machen, meine Damen und Herren. Denn dieses Jahr im Sommer hat uns die Situation in Hessen gezeigt, dass reine Reden bringt uns nichts, weil die Situation die Realität uns längst eingeholt hat und wir in Hessen kein Konzept haben, wie wir die Menschen humanitär unterbringen können. Und das ist von daher richtig, dass Sie mit diesem Vorwurf leben müssen. Und von daher ist es auch wichtig, dass Sie jetzt endlich zuhören und auch handeln, meine Damen und Herren von der Landesregierung. Sie können natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass die 15-prozentige Erhöhung der Pauschalen erreicht worden ist. Man kann natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass wir jetzt die InteA-Sprachklassen eingeführt haben. Wir können immer wieder auf die Dinge, die wir erreicht haben, hinweisen. Aber wenn wir uns die Situation anschauen, was in diesem Sommer los war, wenn wir uns die Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen und die Außenstellen angucken, und ich will ganz klar auch Wetzlar als Beispiel nehmen, dann ist das, was wir bisher geschafft haben, nicht ausreichend. Die Ehrenamtler sind auf der einen Seite diejenigen, die sich im Stich gelassen fühlen. Die Flüchtlinge, die in Erstaufnahmeeinrichtungen ausharren und auf Verfahrensberatung warten, kriegen keine Informationen. Und vor allen Dingen gibt es auch in der Gesundheitsversorgung nicht ausreichende Strukturen, meine Damen und Herren. Wir reden über Willkommenskultur, aber wir haben bis heute keine Willkommensstruktur geschaffen. Und das kann nicht nur mit bloßen Worten geschehen. Das muss mit finanziellen Mitteln und auch mit personellen Stellen geschehen, meine Damen und Herren. Und während in der Diskussion wir in Hessen eine Menge Hausaufgaben zu erledigen haben und nicht erledigt haben, habe ich mich sehr darüber gewundert, dass auf Bundesebene die Verschärfung des Asylrechts wieder aus der Mottenkiste der 90er Jahre herausgeholt wurde, dass erneut schon wieder darüber diskutiert wird, dass die sicheren Herkunftsstaaten eingeführt werden sollen, dass darüber diskutiert wird, dass die Sachleistungsprinzipien eingeführt werden und dass darüber diskutiert wird, dass die Erstaufnahmeeinrichtung die Dauer von 3 auf 6 Monaten erhöht werden soll. Das sind vorprogrammierte Katastrophen und vorprogrammierte Konflikte, die diese Landesregierung auf der Bundesebene definitiv am Donnerstag, den 24. September, verhindern muss und definitiv einem solchen Asylkompromiss meiner Meinung nach Nein sagen muss und das ablehnen muss, auch wenn dafür 6 Milliarden € auf Bundesebene in Aussicht gestellt werden. Es darf nicht geschehen, dass das Grundrecht auf Asyl durch versprochene finanzielle Leistungen ausgehöhlt wird. Das ist ein falsches Spiel, das ist eine falsche Verhandlung. Man darf Menschenrechte meiner Meinung nach nicht auf diesem Verhandlungspaket verhökern. Das ist einmal schon im letzten Jahr, September 2014, geschehen. In diesem Jahr muss definitiv Hessen meiner Meinung nach Nein sagen auf Bundesebene, meine Damen und Herren. Ja, es gibt Menschen in Hessen, die Sorge haben, dass es eine Überfremdung geben wird. Das stimmt. Es gibt auch Menschen, die Sorge haben, dass sie nicht mit diesen Asylzahlen zurechtkommen werden. Aber in der Situation sollten wir nicht mit falschen Antworten versuchen, diese Menschen oder bzw. die Stammtische zu beruhigen, sondern es ist wichtig, dass wir diesen Menschen die Zahlen und die Fakten nennen. Und wenn wir uns angucken, wie Deutschland Asylbewerber bisher weltweit aufgenommen hat, dann sind wir nicht in Europa an der ersten Stelle, sondern wir sind an sechster Stelle. An erster Stelle kommt Schweden, danach Luxemburg, Malta und diese Länder wie Italien und Griechenland. Wenn wir weltweit vergleichen, wie wir unserer Verantwortung gerecht werden, unserer humanitären, dann sind wir an 13. Stelle, meine Damen und Herren, und auch nicht an erster Stelle. Es sind insgesamt 0,24% der Asylanträge, die bei uns in Deutschland landen. Und genau deswegen, weil wir in den letzten Jahren durch das Dublin-Abkommen und durch die Verschärfung des Asylrechts einfach dafür gesorgt haben, Frau Wissler hat es schon gesagt, dass fast kein Asylbewerber legal in dieses Land kommen kann. Und von daher sind jetzt die anderen europäischen Länder genauso unsolidarisch mit uns, wie wir unsolidarisch in den Jahren davor mit ihnen waren. Und von daher ist es sehr wichtig, dass, wenn wir jetzt mehr Flüchtlinge aufnehmen als in den letzten Jahren, es uns bewusst ist, dass wir immer noch nicht die Vorreiter sind. Und das muss man den Leuten in diesem Land erklären. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung. Wir werden sie wahrnehmen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Strukturen dafür geschaffen werden. Was sind diese Strukturen?
Ich möchte ganz klar sagen, anstatt das Asylrecht auf Bundesebene zu verschärfen, haben Sie die Möglichkeit, das Asylrecht auf Bundesebene zu liberalisieren, indem Sie den Balkanflüchtlingen, die hier hinkommen, sie nicht in das Asylverfahren drängen, sondern sie ihnen ganz normal eine Duldung von 6 Monaten erteilen, mit Zugang auf dem Arbeitsmarkt und vor allen Dingen Aufhebung der Vorrangsprüfung, und diesen Menschen real die Möglichkeit geben, eine Arbeit zu finden. Und wenn sie eine Arbeit gefunden haben, sollen sie auch bleiben können. Wir haben aus den Balkanländern ganz viele hochqualifizierte Menschen, die mit ihren Familien gekommen sind und versuchen, hier eine Arbeit zu finden. Und wir haben auch Arbeitsplatzangebote, die gerne diese Menschen anstellen würden. Sie scheitern aber daran, weil es die Vorrangsprüfung gibt, und sie scheitern daran, weil sie keinen legalen Status kriegen. Warum schieben wir diese Menschen ab? Lassen Sie doch einfach hier mit einer Duldung Ihren Arbeitsmarktplatz suchen. Wenn Sie den finden, dann sollen Sie Ihres Glückes Schmiede werden und nicht abgeschoben werden, meine Damen und Herren. Auf der anderen Seite geht es auch noch darum, was wir mit den Asylbewerbern machen, die seit Jahren in Deutschland sind. Wir wollen sie integrieren und warten aber die ganze Zeit darauf, ob auf Bundesebene genug Geld zur Verfügung gestellt wird für Sprachkurse. Warum machen wir kein eigenes Landessprachprogramm, in dem wir die Arbeitsmarktintegration dieser Menschen und die Sozialintegration dieser Menschen unterstützen? Warum öffnen wir nicht das WIR-Programm mit 3,1 Millionen Euro auch für die Flüchtlinge und für die Asylbewerber? Warum wird da nur unterschieden in Menschen mit gesichertem Aufenthalt und in Menschen mit ungesichertem Aufenthalt? Das ist eine Politik von gestern, nicht mehr aktuell und nicht vorausschauend. Deswegen muss hier auch Hessen seine Haltung ändern, meine Damen und Herren. Wir haben darüber diskutiert, wie viel im Haushalt zur Verfügung gestellt wird. Ungefähr 680 Millionen Euro werden im Haushalt für die Zahlen der Menschen zur Verfügung gestellt, damit sie erst einmal versorgt und untergebracht werden. Es gibt aber immer noch keine Diskussion darüber, wie denn die Verfahrensberatung, die unabhängige, aussehen soll, wie die Traumaberatung von diesen Menschen aussehen soll. Es gibt überhaupt keine Idee darüber, wie beispielsweise auch auf der kommunalen Ebene die Koordinierung dieser Menschen gewährleistet werden soll. Meine Damen und Herren von der Landesregierung, nehmen Sie 1% dieses Geldes, das sind 680 Millionen €, runden Sie es auf nach oben hin, machen Sie 7 Millionen Euro für die unabhängige Verfahrensbegleitung, für die Gewinnung und Koordinierung und Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Ehrenamts und für die Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Menschen, die schutzbedürftig sind. Das wäre eine echte strukturelle Änderung, eine echte Willkommenskultur hin zu einer Willkommensstruktur. Und es wäre nicht nur bloßes Gerede von leeren Worten. Das wollen die Menschen nicht mehr hören, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich ganz konkret darauf eingehen, was die Unterteilung der Menschen in gute und schlechte Flüchtlinge betrifft. Es wird in Hessen auch zu sehr von verschiedenen Stimmen suggeriert, als ob die aus dem Westbalkan kommenden Menschen Asylschmarotzer sind und unser Land nur ausbeuten wollen. Das ist nicht so. Denn auf der einen Seite werden diese Menschen, die ganz legal zu uns kommen nach dem Balkankrieg, links liegen gelassen. Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, hier nach Arbeit zu suchen. Und auf der anderen Seite wird das BAMF unnötigerweise mit den ganzen Asylanträgen derer, die ganz schnell, nachdem die sicheren Herkunftsstaaten erweitert werden, abgelehnt und abgeschoben werden sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber die Syrer, die wir ja gerne aufnehmen wollen. Die warten ganz lange auf ihre Verfahren und kommen überhaupt nicht dazu, ihren Asylantrag zu stellen. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Wetzlar oben habe ich mit ganz vielen Flüchtlingen gesprochen, auch Syrern, die seit 2, 3 oder 4 Monaten schon in Deutschland waren, noch keinen Asylantrag stellen konnten und deswegen überhaupt nicht davon profitieren können, nach 3 Monaten in den Arbeitsmarkt integriert zu werden oder Sprachkurse zu bekommen oder überhaupt von der Residenzpflicht aufgehoben zu werden. Auf der anderen Seite gab es ganz viele Balkanflüchtlinge, die eine vernünftige Verfahrensberatung haben wollten, die gar keinen Asylantrag stellen wollten und die gefragt haben, ich will hier nur arbeiten, ich will gar kein Asyl, wer kann mir helfen? Und in so einer Situation gab es sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vor Ort, die versucht haben zu unterstützen. Sie sind nicht eingebunden in die Erstaufnahmeeinrichtung und sie sind auch überhaupt nicht ernst genommen worden, meine Damen und Herren. Und deswegen gibt es mehrere Briefe, beispielsweise einen offenen Brief von den Kirchenverbänden vor Ort aus dem Lahn-Dill-Kreis, die sich darüber beschwert haben, dass die hygienischen Zustände katastrophal sind, die sich aber auch darüber beschwert haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie als Ehrenamtliche Unterstützung leisten wollen. Es gibt einen Brief der Frauenverbände, die darauf hinweisen, dass Frauen in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht geschützt sind, dass sie ausgesetzt sind Gewalt, verschiedener Gewaltausschreitungen, dass sie z.B. auch Vergewaltigung und sexueller Belästigung ausgesetzt sind. Das ist deswegen, weil wir 6.000 Menschen in Zelten unterbringen. Und da ist die Antwort, in Darmstadt für 350 Frauen einen Platz zu finden, eine lächerliche Antwort. Das reicht nicht. Und deswegen müssen Sie ganz schnell ein Bauprogramm entwickeln,
endlich verabschieden, damit wirklich auch Wohnraum geschaffen wird. Es muss ein Landesbürgschaftsprogramm verabschiedet werden, damit Private, die Unterkünfte schaffen wollen, ich höre gleich auf, Private, die Unterkünfte schaffen wollen, auch eine Unterstützung von der WIBank bekommen und vor allen Dingen Kredite bekommen. Meine Damen und Herren, die Würde des Menschen ist unantastbar, und in Hessen müssen wir mehr tun, unsere Hausaufgaben erledigen, auf Bundesebene der Verschärfung des Asylrechts definitiv Nein sagen und hier unsere Hausaufgaben machen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Wiesler, weil Sie gerade den Zwischenruf machen, in der Tat, Herr Boddenberg hat alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt wussten. Aber wir hören jetzt gerüchteweise, dass es einen Antrag auf namentliche Abstimmung geben soll zu einem der vorliegenden Anträge. Sollte dies richtig sein, könnte es dazu führen, dass der eine oder andere sich wundert. Denn wenn ich jetzt höre, dass der Absatz 3 in dem FDP-Antrag namentlich abgestimmt werden soll, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle schon, bevor Sie nachher unsicher werden und nach Interpretationen suchen, erläutern, warum die CDU-Fraktion diesen Antrag ablehnen wird. Wir sind nämlich der Meinung, und ich verknüpfe diese Erklärung mit der Hoffnung, dass man noch einmal darüber nachdenkt, ob man tatsächlich diese beiden Anträge der LINKEN und der FDP heute zur Abstimmung stellt, oder ob man es so macht, wie wir es für vernünftig halten, dass wir unsere Anträge nämlich in den Ausschuss geben, um gerade diese wichtige Thematik eben noch einmal sachlich im Ausschuss zu diskutieren, wie es ja in den weiten Teilen der heutigen Debatte auch sehr ausführlich und auch sachlich diskutiert wurde. Wir sind der Meinung, oder wir wissen, dass diese Frage der sicheren Herkunftsstaaten nur ein Mosaiksteinchen von vielen ist. Es wurde vom Fraktionsvorsitzenden, Ministerpräsidenten, auch von anderen angesprochen. Die finanziellen Hilfen vor Ort sind genauso zu nennen wie die finanzielle Unterstützung der Kommunen oder die Frage der Beschleunigung von entsprechenden Verfahren. Aber es ist, wie gesagt, eines von vielen Mosaiksteinchen. Und wir wissen auch, dass gerade die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag sich mit diesem Thema beschäftigen wird, dass davor und wahrscheinlich auch danach noch schwierige Verhandlungen in Berlin und an anderen Stellen zu führen sind. Und die wollen wir nicht durch solch einen, ich nenne es mal Klamauk, hier stören. Deshalb und nur deshalb werden wir diesem Antrag dann nicht zustimmen können, hoffen aber, dass Sie sich auch besinnen und so wie wir Ihren Antrag in den Ausschuss geben, damit wir dort sachlich über das gesamte Thema diskutieren können. Zu einer kurzen Intervention erteile ich dem Abg. Rudolph das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach einer Debatte, die dem Thema, finde ich, durchaus angemessen war, sind wir, Herr Kollege Bellino, einigermaßen erstaunt über Ihre mögliche Ankündigung über ein mögliches Abstimmungsverhalten. Weil Politik lebt von Verlässlichkeit und Vertrauen. Ja, sicher. Und wenn Sie hier genau das Gegenteil machen von dem, was Sie in Berlin im Rahmen der Großen Koalition beschließen und auf den Weg bringen, dann ist das kein Zeichen von Verlässlichkeit und kein Zeichen eines Kompasses. Ich finde es ja schön, dass das Wort hat allein der Abgeordnete. Ich finde es ja schön, Herr Kollege Wagner, dass die Grünen heute auch einmal das ein oder andere zur Thematik Flüchtlinge gesagt haben. Das war die letzten Wochen und Monate durchaus nicht nur üblich. Meine Damen und Herren, wir haben auch in der Sozialdemokratischen Partei natürlich Diskussionen, auch über das Maßnahmenpaket in Berlin. Weil das wird unterschiedlich diskutiert, so wie es bei Ihnen ist und so. Aber die Frage, sich hier hinzustellen, Herr Boddenberg, und sich einen schlanken Fuß zu machen, in Berlin so, in Wiesbaden so, das ist eine Politik, die wird dem Thema nicht gerecht, nur weil augenscheinlich die Grünen über ihre Mitgliederversammlung am nächsten Wochenende kommen wollen. Das ist keine solide Politik.
Und da reden Sie von einer historischen Verantwortung, von großen Herausforderungen. Und dann haben wir kleines parteipolitisches Karo von CDU und GRÜNEN. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein klarer Kompass gehört auch zu schwierigen Entscheidungen. Und wer hier bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, das ist die Sozialdemokratische Partei. Sie machen sich einen schlanken Fuß, dann sparen Sie sich auch bitte Ihre Sonntagsreden ansonsten, weil das führt zu Unglaubwürdigkeit und Verlust von Vertrauen in der Politik. Sie wollen sich wegducken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was haben Sie denn gesagt? Sie haben keine Redezeit mehr. Sie haben keine Redezeit mehr. Herr Bellino könnte noch erwidern. Sie könnten noch erwidern, weil es eine kurze Intervention war. Ansonsten hat nur noch die FDP Redezeit. Ja, mehr eigentlich nicht mehr. Auch doch 26 Sekunden, 2,26 hat die CDU. Und 7 Sekunden, Frau Dorn, könnte ich Ihnen noch geben. So lange kann ich aber gar nicht zählen, so schnell. Also gut, wir beenden damit die Debatte. Keine Wortmeldung mehr. Meine Damen und Herren, dann kommen wir zu den verschiedenen Verfahrenswegen bei den Abstimmungen bzw. Überweisungen. Es wird mir zugerufen, dass wir den Antrag 23 in den Ausschuss überweisen, dass wir den 25 in den Ausschuss überweisen, dass wir den 27 in den Ausschuss überweisen, den 29 in den Ausschuss und den 36 in den Ausschuss. Dann kommen wir zu 44, Antrag der Fraktion der FDP. Jetzt bin ich noch gar nicht fertig, langsam, kannst ja kaum abwarten. Der sichere Herkunftsstaaten erweitern, Asylverfahren beschleunigen, gesteuerte Einwanderung ermöglichen, Flüchtlinge integrieren. Herr Fraktionsgeschäftsführer der FDP, Herr Rock, Sie haben das Wort. Ich bitte darum, den Antrag heute abzustimmen und den Punkt Nummer 3 namentlich abzustimmen. Dann machen wir zuerst den Punkt 3 mit namentlicher Abstimmung. Also es geht nur um die Ziffer 3 des FDP-Antrags. Den Rest machen wir nachher weiter. Herr Kollege, bitte beginnen Sie mit dem Aufruf der Namen. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Beer, Holger Bedino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Barbara Cárdenas, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser ist entschuldigt, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl entschuldigt, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Kremmels, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn auch entschuldigt, Ursula Hammann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, entschuldigt,
Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Willi van Ooyen, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Lucia Buttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Günter Schork, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Dr. Thomas Spieß, Peter Stephan, Ismail Tippi, entschuldigt, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Bettina Wissmann, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, hat jemand seine Stimme nicht abgeben können? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung. Bitte auszuzählen. Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis bekannt geben. Von 110 Abgeordneten haben 100 ihre Stimme abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 38, mit Nein haben gestimmt 62, sodass diese Ziffer 3 abgelehnt worden ist. Ich rufe nun die Ziffern 1, 2, 4, 5, ja, also alle anderen Ziffern auf, dann einfacher. Wer den anderen Ziffern zustimmen möchte, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Wer lehnt diese ab? Das sind alle anderen Fraktionen des Hauses. Dann keine Enthaltung. Nicht der Fall. Dann ist bei Zustimmung durch die Fraktion der FDP und Ablehnung durch alle anderen Fraktionen des Hauses der Antrag in seiner Gänze abgelehnt worden. So, dann haben wir Mitteilung, dass wir jetzt über die Beschlussempfehlung abstimmen. Ich rufe auf Top 61, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial-Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Antrag. Ja. Kommt doch noch. Das ist doch nur in der Reihenfolge anders. Ja. Nein, Entschuldigung, aber es ist durch den Ablaufplan mit der Bezifferung anders gewesen. Also diese Beschlussempfehlung der LINKEN betreffend Mindeststandards für menschenwürdige Unterbringung von Asylsuchenden. Hessen muss seine humanitären Verpflichtungen beim Flüchtlingsschutz erfüllen. Kollege Tippi wäre unser Berichterstatter. Einen anderen brauchen wir auch nicht. Er wird verzichten drauf. Dann lasse ich zu dieser Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dazu stimmt, bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Stimmen Enthaltungen? Dann ist bei Ablehnung durch die Fraktion DIE LINKE und den Abg. Öztürk und zustimmende übrigen Fraktionen diese Beschlussempfehlung angenommen. 62. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses im Antrag der Abg. Merz, Denker, Benedetto, Gnadl, Roth, Dr. Sommer, Dr. Spieß und Fraktion betreffend Flüchtlingen in Hessen Schutz und Hilfe garantieren
ehrenamtliches Engagement würdigen und wirksam unterstützen, einheitliche Standards entwickeln, Kommunen finanziell angemessen für die Aufgaben ausstatten. Auch hier würde Herr Tippi Bericht erstatten, wenn wir das wollten. Wir verzichten darauf und kommen damit zur Abstimmung. Wer diesem Beschlussempfehlung zustimmt, dann bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? SPD und Enthaltungen? Linke und FDP. Frau Öztürk hat dagegen gestimmt. Ich feststelle, dass wir bei Zustimmung der Fraktion von CDU und den Grünen und Gegenstimmen von SPD und Frau Öztürk, Enthaltung von FDP und die Linke, die Beschlussempfehlung angenommen worden ist. Ich rufe auf Top 63 Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial-Integrationspolitischen Ausschusses zu dem dringlichen Antrag. Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen. Herr Tippi sollte berichten. Wir verzichten auf Berichterstattung. Ich lasse abstimmen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte das Handzeichen. CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, Frau Öztürk. Enthaltung FDP-Fraktion. Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der Mehrheit des Hauses CDU und GRÜNE die Beschlussempfehlung angenommen worden ist bei Ablehnung der SPD und bei Enthaltung der FDP und Ablehnung durch die Frau Öztürk. Dann haben wir aufzurufen den Punkt 65. Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend menschenwürdige Verhältnisse in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und ihren Außenstellen. Berichterstatter Herr Kollege Tippi, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich das Handzeichen. CDU und GRÜNE und FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und Frau Öztürk, sodass bei Zustimmung von CDU, FDP und die GRÜNEN die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen worden ist. Schließlich die Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses dem dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen für Menschen, die bei uns Schutz suchen. Berichterstattung, Herr Kollege Tippi, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Frau Öztürk und DIE LINKE. Wer enthält sich? FDP und SPD. Dann stelle ich fest, dass mit der Mehrheit von CDU und FDP die Beschlussempfehlung angenommen worden ist. Wir sollen abstimmen über den Punkt 74, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend für eine umkehrende Asylpolitik offene Grenzen für die Menschen in Not. Wer kann diesem Entschließungsantrag zustimmen? Dann bitte ich das Handzeichen. Das ist DIE LINKE und Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Der übrige Teil des Hauses. Und damit ist die Mehrheit gegen den Antrag. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. Bitte? Sie sind nicht überrascht, nein. Oh, gut, alles klar. Dann komme ich zu dem Punkt 75. Den wollen wir in den Ausschuss überweisen. Konsens. Dankeschön. Und 77. Den überweisen wir auch in den Ausschuss. Auch das ist Konsens. Die mündlichen Fragen haben wir schon erledigt.